Das weiß ich nicht, Alucard. Das weiß ich nicht. Sasch, ne? Sascha, alles fit? Sasch. Okay. So. Warte, lass mal gucken, ob der Herr Holland da ist. Oh ja. Guten Tag, hallo. Hallo, Herr Holland. Hallo, Herr Smoker, wie geht's Ihnen? Ja, gut. Sind Sie schon arbeiten gewesen? Ja, ich war schon beim PD, das ist korrekt. Na, ist er schon sauber? PD ist sauber, ja. Okay. Die haben aber auch nichts mehr gesagt, gemeckert oder so, ne? Nö, gar nichts. Alles war gut. Okay. Ja, dann fahr ich dann nochmal. Wo sind Sie gerade? Ich bin gerade in der Stadt. Waren Sie schon bei Bennys? Ne, Bennys war ich noch nicht, ne. Dann sollen wir uns am PD treffen? Können Sie mich da holen? Wenn Sie Zeit haben. Ja, ist gerade tatsächlich ein bisschen schwierig. Nee, dann machen Sie mal. Ja. Machen Sie mal. Bis später, ne? Ja, bis später dann. Tschö. Der poppt bestimmt gerade irgendwas. So. König Gerrit, Sratzka, Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Was ist denn hier schon wieder los? Polizei. Dokument so anguckt, dann muss der echt ganz, ganz dringend kommen. Hm. Aber das war seine Art zu arbeiten. Das geht nicht. Da bin ich zu sehr kommen. Was meine ich damit? Und ihr habt euren Job gemacht an dem Abend. Ist jemand da? Ja, wir waren ja auch alle. Ich sag mal. Wie laut sind die denn? Der Stamm ist weggebrochen in dem Moment und die übrig geblieben sind, waren nicht im Bilde. Also haben wir einfach uns hinter das LSPD gestellt und hinter das Gesetz und Befehle befolgt man nicht. Ja klar, und wenn es heißt, er ist entführt, dann müsst ihr handeln. Ja. Haben halt echt keine andere Info gehabt. Hallo. Koko, da steht er übrigens. Entschuldigung. Ja, ich hab's auch vermisst. Sie schreien, ich höre sie bis da ganz hinten. Was? Sie? Nee, ich wollte nicht lauschen, ich wollte nur darauf aufmerksam machen. Haben Sie einen Antennenhut? Ja, gut. Sehr freundlich. Ja. Schönen Abend noch. Ebenso. Das hier sind alles Rekruten, oder? Ich rede gar nicht so laut. Ja, wenn es nach dem Chief geht, Stiefel in den Hintern. Okay. So. Wir werden's. So, dann kommst du freundlich. Einen wunderschönen. Kurs geht's hier noch. Okay. Ist doch hier verkehrt, oder? Ich werde mal Streife runterschicken. Am Widerstand. Und schon? Nicht eventuell, ich habe gar keine Wärmeheitsraubung bestätigt. Dann kommst du Letzten Sie mal an die Straße. Moment, ich kann er leider da Streife unterschicken, dir lege ich das dann. Olaf, derjenige, der geregelt. Hier steht doch irgendwas nicht. Naja, das ist ja außer gegen Aussagen. Ich habe echt keinen Respekt mehr vor uns. Hier stimmt aber nicht. Auf TS muss ich ja nichts einstellen, ne? Dragon Slayer, grüß dich. Ne, TS muss sich ja nichts einstellen. Optionen? Das kann ich aktiviert lassen, das ist uninteressant. Ja, warte mal, ich mach mal Disconnect und Connect nochmal auf den. So. True Life hier. So, Channel betreten, okay. Kunibert, danke für den Host. Assassine, Dankeschön für 21 Monate. Vielen, vielen Dank, dass du weiterhin dabei bist. Dankeschön, Daniel. Wie geht's dir? Recent True Life. Rafa, du Vogel. Na, alles fit? Der Rafa. Nash, grüß dich. Denise, na? Ein Smoker lauscht doch nicht. Ja, das ist richtig. So. So, raus. Mir geht's gut, Daniel, danke. Markus, grüß dich. Na, alles fit? Howie, na? So. Hm.
Ja, natürlich. Ja, ich weiß auch nicht, was. Hallo, Herr Officer. Wunderschön. Wie geht's Ihnen? Da kann mich nicht beklagen. Das ist schön. Ja, mir auch. Ne? Ein bisschen Probleme mit den Kindern, aber sonst alles gut. Ne? Hat der Herr Holland eben den Mülleimer rausgebracht? Ich guck mal nach. Nee, da ist noch was drin. Ich nehme das gleich mit. Ich glaube, er hat ihn nicht mitgenommen. Nee, ich nehme das gleich mit. Ich putze nochmal schnell durch. Was ist denn mit den Kindern? Ja, Probleme. Ne? Ja, wie Kinder halt sind. Ne? Kleine Kinder, kleine Sorgen, große ja, Kinder, Schwangerschaft, große Sorgen. Ja. Oh je. Dann bis nachher. Jo, bis nachher. Genau wie ich, befohlen worden von dem Chief, von Herrn Malone, Herr Hochland und Herr Bone, den Grünen, auszuliefern. Also, Sie hören ja schon, der wollte, dass die aus dem Weg geräumt werden, weil das Ex-Cops sind und die sollten, die haben auf der Straße Informationen weitergegeben und das sollte damit unterbunden werden. Die Grünen sollten sich die schnappen und fertig. Herr Carsten und ich haben immer die Aufträge bekommen, dass wir den Grünen das übermitteln, was wir dann irgendwann nicht mehr machen wollten. Und dann haben wir versucht, eben den Chief, wie sagt man, ja, vor den Richter zu zerren und dann ging das Chaos erst richtig los, ne? Also wir haben es auf dem legalen Wege versucht und der Herr Carsten hat seinen Job sich gemacht. Ich muss dich kurz unterbrechen, der Herr Bingehoek dann. Ja. Oh. Das ist wichtig. Natürlich. Würden Sie ins PD vorbeikommen? Ich habe hier die Zeugenaussage vom Herrn Weiß zu einer Fallakte, wo er die Frau Johnson bedroht hat. Pluscher, danke schön für 300 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Ich bräuchte dann Urteil, weil er hat seine letzte Aussage gemacht. Zwischen dem ist dann die Fallakte einmal abgeschlossen und Sie können da urteilen. Sieht cool aus, passt gut zum Anzug, ne? Alles klar, perfekt. Sieht natürlich auch ein bisschen reifer aus. So. Danke, Olaf. Hat man hier alles das mit dem Urteil wird wahrscheinlich sehr schnell gehen, weil der Herr Bing ist hierher unterwegs. Was für ein Urteil? Ihre Zeugenaussage ist die letzte, die dafür fehlt, tatsächlich. Ich hoffe, dieses Thema ist bald vorbei. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, verstehe ich. Glauben Sie mir. Ich habe es Ihnen schon mal gesagt. Ich würde viel lieber in Texas, in meinem kleinen Haus, mit meiner kleinen Familie, in meinem kleinen Auto sitzen. Ja. Bitte. Nein, klopft. Herr Connor, der Herr Neumann würde gerne mit Ihnen sprechen. Ja, der kann warten. Herr Bing. Warten. Herr Connor. Kommen Sie. Können Sie denn den Smoker mal eben kurz sagen, dass er rausgehen soll? Weil der Smoker hat ganz große Löffel. Würde die Putze bitte einmal verschwinden? Bitte schön. Herr Smoker, könntest du mal bitte kurz rausgehen? Wie hat der Mann mich gerade genannt? Ich bin der. Sie sind hier im Chief's Office. Das ist Ihnen bekannt, ja? Ja, und ich bin Hausmeister und ich mache hier sauber. Ja, richtig. Smoker, könntest du kurz draußen warten, bitte? Ja. Ich bin doch keine Putze für den Mann. Putze. Hammer. Jetzt so. Aber eigentlich, ich sage Ihnen, wie es ist, der Chief, also Herr Malone, beziehungsweise Police Department und wir, die Ex-Cops in Anführungszeichen, wenn Sie es so als Gruppierung sehen, als Kollektiv, wurden gegeneinander ausgespült von Herrn DeVorah. Da gibt es mehrere Beweise für mehrere Aussagen, die sich auch decken, können Sie ja Bing fragen. Und mir hat er vorgeheult in der Gasse, dass der Chief ihn umbringen will, dass der Chief sich gerade im Police Department befindet und sobald er da reinkommt, verschwindet er. Und ich habe dann nur sein Leben beschützen wollen. Ich hätte niemals auf Frau Johnson geschossen. Ich schieße nicht auf Cops. Beziehungsweise ich würde nicht mal meine Waffe gegen Cops richten. Nur das Problem war, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wem ich glauben soll. Und wenn da jemand sitzt, der heult und sagt, dass mit so wertvollen Informationen, ja, der den Chief praktisch komplett belasten konnte, dann bringe ich ihn noch an einen sicheren Ort. Ich arbeite ja, ich habe für das, oder beziehungsweise ich habe im Namen des Staates für mich gehandelt und nicht für den Chief.
Okay. Gut, also würden Sie uns einmal alleine lassen? Ja, ja. Herr Morgen, Sie auch. Ich warte draußen. Ja. Danke sehr. Ja. Was ist denn hier los? Was soll denn los sein? Ja, was nennt mich da eine Polizist der Putze? Jo, weiß ich nicht. Nö. Olaf. Ja. Wo seid ihr noch? Gut, ich hab jetzt. Warten Sie, müssen mal gucken. Und an die Staatsanwaltschaft übergeben. Genau. Jetzt habe ich es wohl übergeben, aber da passiert nicht viel. Haben Sie was? Okay, das ist. Muss ich Sie vielleicht schließen oder sowas? Weil die Fallakte ist noch geöffnet, ne? Gut, also, es geht darum, dass der Herr Weiß irgendwann zu einem bestimmten Punkt scheinbar mit dem Herrn Devorah vor dem PD aufgetaucht ist. Ja. Am Abend, das war der 14.05.2018, das ist eine Aussage von der Katrin Jones, der Dienstnummer 42. Ja. Moment, Funk schon wieder. Genau, richtig. Also ihm wird vorgeworfen, 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Beleidigung gegenüber Amtspersonen, dreifach. Üble Nachrede, dreifache Bedrohung, Freiheitsberaubung und zweifacher Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ach du Scheiße. Ja, also das wird ihm vorgeworfen. Ich habe da seine Aussage aufgenommen. Seiner Meinung nach hat er niemals jemandem die Freiheit beraubt. Genau, Herr... Genau, hat der Herr Devorah dazu bei Ihnen schon eine Aussage eigentlich getätigt? Weil mir liegen. Das heißt, der Herr Weiß sagt die Wahrheit. Und der Herr Weiß sein Leben geschützt hat in dem Moment, weil das ist seine Hauptaussage gerade gewesen. Dass er das nur getan hat, weil der Herr Devorah Angst vor seinem Leben hatte. Ich meinte, das ist zwar ziemlich dämlich, mit einer Person, die gesucht wird oder vermisst wird, mit einer Waffe vom PD aufzutauchen. Das ist vielleicht nicht das Cleverste. Also, er hat, wie gesagt, er hat gerade die Beleidigung zugegeben, aber er war wohl betrunken. Na, ich weiß nicht, inwiefern das da mit reinzählt, aber ich weiß nicht, wenn er eine Waffe halten kann, ist er auch noch nicht betrunken genug, um da nicht als nicht haftbar Geld zu gelten oder sowas. Also Fakt ist, er hat die Beleidigung zugegeben. Ja. Ja, gut, Beleidigung. Da war der Herr Morgen gerade eben Zeuge von. Ja, während seiner Aussage. Die Nachrede gibt da nicht zu. Da gibt es auch keine Beweise für tatsächlich. Da wird auch nichts von in der Aussage von Frau Johnson erwähnt. Das heißt, dafür können wir den wahrscheinlich nicht belangen. Die Drohung gibt da zuerst nicht zu. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Dann gibt es die Freiheitsberaubung, die er natürlich nicht zugibt. Seiner Meinung nach wurde er sogar freiheitlich eingeschränkt. Da unten, weil er unzurecht festgehalten wurde. Ne? So. Das war wohl von einem Kopf und einem Rekruten. Er hat keinen Namen, er kann kein Aussehen nachvollziehen, nichts. Ja, also Schall und Rauch wieder. Der Widerstand ist wohl... Ja, dazu hat er jetzt nichts Richtiges gesagt. Alter, was hat er denn alles gemacht? Ich schätze mal, aber wenn er der Frau Jones die Waffe entgegenhält und ihr sagt, dass sie jetzt bitte geht oder es passiert etwas, gilt dann auch gleichzeitig als Widerstand mit der Drohung zusammen. Gut, im nächsten Atemzug habe ich ihn gefragt, ob er das 1:1 so gesagt hat, wie es in der Fallakte beschrieben ist. Und zwar, sie gehen jetzt besser wieder rein, sonst passiert noch etwas. Ja? So, was mit einer Waffe in der Hand meiner Meinung nach eine Bedrohung ist, definitiv. Ja, dann meinte er, er habe was Ähnliches gesagt, aber nicht so. Oder damit hat er die Drohung eigentlich auch wieder zugegeben. Alter, das ist ein Schwerverbrecher. Mhm.
diversen Regal oder sowas. Das siehst du nicht. Triple Kiss, Dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Okay. Und Team Sachse, Dankeschön für 200 Bits. Also das, vielen, das, was ich mitbekommen habe, erschließt für mich einfach zwei Perspektiven. Ja? Einmal ist das eine Auseinandersetzung zwischen dem Herrn Malone und dem Herrn Devorah gewesen. Der Herr Devorah hat wohl irgendwas versucht, irgendwelche Putschgeschichten, und der Herr Malone hat sich wohl mit illegalen Mitteln dagegen gewehrt. Ja? So viel dazu. Und die Cops, die da mitgewirkt haben, sind einfach unter die Räder gekommen, kurz gesagt. Ja? So, das ist das, was ich für mich als Fazit gezogen habe jetzt. Ja? Das ist das von dem. PK. Das ist das, wovon ich aktuell ausgehe. Ich weiß nicht, wie da. Es gibt halt keine Fallakten, nichts dazu. Das muss ich mir irgendwie durch die Aussagen der Polizisten hier zusammenreimen. Ja, und dann wurde den Profilern von Herrn Weiß die ganze Geschichte erzählt. Die habe ich dann auch nochmal erfahren. Ja, so. Ich weiß nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Cops meiner Ansicht nach in den Krieg zwischen Herrn Devorah und Herrn Malone unter die Räder gekommen sind. Jetzt stellt sich für mich die Frage, welche der Cops, weil Putschversuch ist es in dem Sinne nicht, es ist kein Staatsoberhaupt. Dafür können wir die Herren nicht belangen. So. Und gegen einen illegal wirkenden Chief vorzugehen, ist halt auch eigentlich nicht illegal, sondern eher ihre Pflicht tatsächlich. Nichtsdestotrotz ist das, was währenddessen vorgefallen ist, die Straftaten zum Beispiel vom Herrn Cocoon, dass er da mit einer Chipkarte, die er nicht abgeben wollte, obwohl er beurlaubt wurde, reingerannt ist und versucht hat, halt, ja, Leute zu befreien. Ja, so wie ich es aus einer anderen Fallakte gehört habe, ja, oder gelesen habe. Nicht akzeptabel, egal wie der Schuldspruch da in dem Zusammenhang ist, weil es gibt da auch wieder keine Akte zu. Das habe ich aus der Akte, der Frau Alvarez, die fallen gelassen wurde, entnommen, dass das wohl passiert ist. Da wurde sie wohl beschuldigt, mitgewirkt zu haben. Die ist auch wieder im Dienst, weil ihr wird sonst nicht weiter angelassen, tatsächlich. Ja. Ach, das ist die Columbia, ne? Und da gehe ich jetzt Kopf für Kopf durch und schaue, welche Cops illegale Aktivitäten in der Zeit betrieben haben. Okay. Und urteile dann entsprechend, ob ich sie wieder einstelle oder nicht. Ja. Jemand, der... Na. Ja. Natürlich, Sascha. Und die Drohung, die er durch die Blume zu geben hat. Also werden die alle wieder Cops. Fast alle. Das ist gut. Herr Neumann. Herr Smoker. Was machen Sie? Was haben Sie wieder angestellt? Gar nichts. Ich warte nur auf den Chief. Warum? Geh dich einen Scheißdreck an. Ich bin doch Ihr Freund. Warum denn? Sind wir keine Freunde mehr? Doch, sind wir. Dann können Sie mir doch sagen. Freunde haben keine Geheimnisse. Für ein Gespräch. Ja, dann viel Glück, Herr Neumann. Ne? Danke, Herr Smoker. Ja, bitteschön. Ja, weißt du nicht, was du sagen sollst oder worauf wartest du? Nö, ich guck grad mal auf die Uhr, wie spät es ist. Warum? Nur so. Smoker, wie hat man dich hier genannt? Kommen Sie mit. Nee. Kommen Sie mal mit kurz. Ich hab gleich ein Gespräch hier, ich geh nicht weg. Ja, ich kenn ja schon das Ergebnis. Ja, sagen Sie. Nö, jetzt auch nicht mehr. Sie wissen, wo ich immer putze, ne? Ja, sag doch. Nö, sag ich jetzt nicht mehr. Smoker, hä? $40 gebe ich dir dafür. 40? 4.000. Am Arsch, Alter, dann warte ich lieber 5 Minuten. Willst du jetzt $40 haben oder nicht? Ja, nehme ich die $40. Dann erste Information. Nee, erst Geld. Wenn du mir die Information nicht gibst, weißt du, was passiert, ne? Was passiert denn dann? Bitteschön. So. Ja, ich konnte nichts richtig so... Ich hab nur so Wortfetzen gehört. Und die werden... So wie Polizei... Und Pistole und Polizisten und gucken. Hm. Mehr konnte ich nicht hören. Krieg ich die $40 zurück? Bin ich doof? Ja. Okay. Bitteschön. Smoker. Smoker, sag mal, du hast jetzt gesagt, wir sind ja keine Freunde, ne? Ja, sie sind komisch.
Nimmst du das wieder zurück? Ja, ich hatte eine traurige Phase durchgemacht, Smoker, Mann. Was für eine traurige Phase? Der Chief war korrupt. Der Chief, der alte Chief, der Herr Melon, der war korrupt. Der Melonenmann. Ja, der hat uns alle verarscht, das ist die ganze Polizei. Ja, der da drin, ist das der neue Chef oder wer? Mhm, ja. Der redet gerade mit einem anderen Mann, da konnte ich aber nicht verstehen. Naja, mit dem Staatsanwalt redet der. Ja. Machen sich keine Sorgen, wird alles gut, ne? Also Smoker, hat das echt verletzt, dass du sowas gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? Dass wir keine Freunde mehr sind. Ja, da dabei habe ich viel für dich getan. Na. Ich habe dir dein Unternehmen, was du gerade hast, dein Hausmeisterunternehmen, gehört eigentlich mir. Was? Ich bin zum Chief damals gegangen und habe gesagt, dass wir dir einen Hausmeister-Service geben sollen. Das stimmt gar nicht. Das stimmt wohl. Sie haben nur gesagt, dass ich nein, jetzt kommst du wieder mit den Knackis. Nein. Ja, das stimmt. Dein Hausmeister-Service habe ich ins Leben gerufen. Ja, und gut. Oben beim Sheriff Department. Oh, okay, danke schön. Ja. Ja. Ne, ich habe deine ganze Existenz aufgebaut. Wie viel du mir Abfindung zahlen sollst? $4,000. Habe ich nicht. Hast du wohl. Ich habe jetzt auf Aktiengesellschaft umgestellt, die Firma. Achso, warte mal. Dann kann ich ja Aktien kaufen, dann gehört mir die Firma ja, ne? Ne, ich habe ja schon 51%. Ja, dann kaufe ich dir die ab. Ne, dann kaufe ich die anderen 49%. So viel Geld haben sie gar nicht. Schmucker, Hausmeister, Service ist schon Millionen wert. Ja, wie teuer ist denn eine Aktie? Nehmen Sie mal einen Hustenbonbon. Hallo, Herr Gary. Hallo, Herr Smoker. Yummy, yummy. Ist und seid ihr wieder am Verhandeln? Nee, er meinte gerade, ihr würdet eine neue Folge Miami Vice drehen. Ja, so positiv. Ja. Aber wir tauschen die Rollen. Ich bin der Weiße, er ist der Afroamerikaner dann. Also. Ein bisschen viel Schminkerei, aber wird gut. Ja. Ja, es gibt ja schon schwarze Stellen bei dem. Die gibt's schon. Ja, sicher. Ja. Ja, können Sie noch wieder reden? Ist es besser? Och, Herm. Och, Herm. Ekelhaft. Was? Das ist ekelhaft. Was? Wie Sie gerade das Brötchen gegessen haben. Das war ein Hotdog. Das ist mir egal. Der Herr Neumann sitzt auch da vorne. Der hat auch Gespräche. Ja. Haben Sie auch Gespräch, Gary? Ich hatte halt schon Gespräch und warte jetzt auf ein Ergebnis. Was ich gehe da jetzt auch rein. Ich habe auch Gespräch. Alle Gespräch? Eieiei. Warum habt ihr denn Gespräch gehabt? Was für ein Gespräch hast du? Ja, weiß ich nicht. Was für ein Gespräch habt ihr denn? Du weißt ja, ne? Immer schön fleißig putzen, Smokey, ne? Soll ich wieder putzen gehen? Ne, das ist sauber. Nee. Ich gehe da jetzt auch rein zum Gespräch. Okay. War da eben der Olaf, der da drin, ne? Der arbeitet jetzt beim Police Department, LSPD. Ja, der hat eine steile Karriere hinter sich. Das ist gut. Das ist schön. Das ist schön. Ich werde mal zum Doktor gehen. Okay. Nachher. Gute Sache. Putzt du denn noch im Krankenhaus? Nee, die wollen mich ja nicht. Die Frau Hopfner, die bumst jetzt mit dem Müller. Der Herr Hopfner hat sich scheiden lassen. Mit dem Müller? Mit dem Müller. Ist Müller auch ein Arzt? Miller war normal irgendwie, glaube ich, Doktor mit dem langen Finger, so hieß der immer. Und der will jetzt Chefarzt werden und jetzt pöppelt der die Ex vom Hopfi auf dem Schreibtisch da im Büro. Och, Herm. Da ist was los. Hast du das schon gesehen, Smoker, mit deinen eigenen Augen? Ja, habe ich Aufnahmen von gemacht. Ja, stell mal ins Internet, ey, ist gut Geld. Kluger Mann. Wie Geld für Aufnahmen? Ja, die Leute rubbeln sich ein auf Pornos. Nee, stell nicht ins Internet. Erpresst die, da kannst du viel mehr holen. Ein Leben lang. Eine Rente. Eine Rente? Ja, erpresst die. Sag, ich habe hier Bildmaterial, ich möchte jetzt $5,000 im Monat. Wie bei der erpressen. Erpressen. Und sage, ich zeig das allen in der Stadt, wenn sie. Also, ich habe dir den Tipp nicht gegeben, Smoker. Würde ich nicht machen. Herr Gary, ne? Ja. Nee, nicht machen, ne? Sonst müssen wir sie verhaften. Wie verhaften? Sie haben mir das doch gerade gesagt. Nee, ich wollte Ihnen sagen, dass Sie das nicht machen. Nicht, dass Sie auf so eine dumme Idee kommen noch. Ach so. Und ihr erpressen. Nee, nicht machen. Nein. Da kommen Sie in Teufels Küche. Auch Herm, sowas kannst du doch nicht sagen. Ja. Ich will Sie vor einer Dummheit bewahren. Das ist meine Mission. Ja, das ist schön. Das ist schön. Ja. Außerdem kriege ich was ab. Nein, machen Sie es nicht. Bitte. Ich werde Sie auch nicht verraten. Nein, mache ich nicht.
So, ich fahre mal nach Bennys. Wann habt ihr euer Gespräch? Ich bin noch länger heute in der Stadt, Smokey. Wir können heute Abend... Nehmen Sie mal einen Husten über morgen. Oh, das war jetzt ganz schlecht zu verstehen. Ich hab den gar nicht verstanden. Sagte der, ne? Ja, der nuschelt manchmal. Ja, furchtbar. Jetzt kommt das wieder mein Partner. Ist es besser? Ja. Ihr sagt schon. Frag. Wer wacht denn? Jetzt schmollt er wieder. Das ist mal ganz furchtbar. Hat auch immer, wenn bei jemandem verhören. Wenn er dann schmollt, kommen wir gar nicht weiter, weil er die Fragen stellen muss. Jetzt will er gar nicht mit uns reden. Nee. Da kommt. Gottes Willen. Kommt der Mann. Herr Weiß? Ja. Aber bitte mitkommen. Ja. Ach du dicke Chance. Warum hat er nichts Gespräch? Ich weiß es nicht. Vielleicht geht's um den Job. Eieiei, das wird jetzt spannend. Ob der wieder Polizei machen kann? Ja, vielleicht. Hoffentlich, ne? Ja, sicher. Das ist jetzt wirklich der ganz wichtige Moment in seinem Leben. Hm. Habe ich, glaube ich, drin noch Müll vergessen. Ich gehe den mal holen, ne? Ja. Mhm. Ja, gut zu hören. Bitte? Vielleicht kann sie ja was aufschnappen. Ein Papierchen. Pluvia, danke schön für 7 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir, Pluvia. Firestarter, dankeschön für 1 Jahr, mein Freund. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Wurf, vielen Dank für den Sub. Dankeschön, da du hier mal so in die Ballerbrüche ziehst. Vielen, vielen Dank. Snare Glider ist im 2. Monat. Vielen, vielen Dank für den Support. Snare Glider, mein Freund, wie geht's dir? Oh, habe ja Glück gehabt, der muss nämlich Waffen holen. Fangirl, dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support, den du mir durch den Sub gibst. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Precords, dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub, dankeschön. Jetzt müssen wir aufpassen. Und Quakemaster, dankeschön für 2 Monate. Vielen Dank für den Support, mein Freund. Dankeschön. Egal, weswegen sie es gemacht haben, sobald ein Officer ein Gesetz bricht, haben wir ein Problem. Nichtsdestotrotz werden sie ihre Dienstmarke wiederbekommen. Ja. Ja. Aber sie werden ganz, 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 ganz gut anfangen. Ja. Denn die Herren Profiler oder Ex-Profiler, ich weiß nicht, woher das kommt, dass es Profiler sind, das heißt normale Streifenpolizisten hier eingestellt. Ja. Passen Sie auf. Ja. Hallo, mein Freund. Ja, bitte? Ja? Auf was warten Sie? Schaut auf den Herrn Bing. Also, ja, viel Spaß. Na, danke. Also als mitermittelnder Officer der ganzen Zeit kann ich sagen, es gibt 3 Namen. Da werde ich mich dagegen aussprechen und das ohne zu zögern. Keine Ahnung, aber Hanukkah. Driver, wie anderen, geht's dir? Es gab keine Beweise. Beweise heißt Person unschuldig. Lünkers. Person unschuldig heißt Beurlaubung aufheben. Hm. Ja. Einfach ist die Sache. Ja. 15 Yards, wie geht's? Nee, ich dachte nur Gokum wegen der Buggy gehört doch dem Gokum, oder? Richtig. Er steht auch da unten. Ja, richtig. Das wir sehen uns später, ne? Ja, Herr Smoker, bis später. Ja, schütteln Sie eine Hand von mir, ne? Mach ich. Okay. Tektron, na? Sudexi, wie geht's dir? Was denn da? So, wo ist mein Auto? Ich habe gar kein Auto. Spieler würfelt 4, 6, wow. So, Walter ist wieder Polizist. Das ist geil. Das ist geil. Frag schon, wie lange. schön. So, Bennys. Ach ja.
Was ist mit meinem Balkon, Gerrit? Was für ein Balkon? Was? Wo haben wir Bennys nochmal? Hier. Was für ein Balkon? Bist du irre? Ach ja. Das ist schön, das freut mich, wa? Das freut mich echt für Walter. Aber ich finde das, der Hausmeisterjob an sich ist ja schon schön, aber er hat einen angenehmen Nebeneffekt, ne? Du erfährst ja wirklich sehr, sehr viel über die Leute, ne? Loman, grüß dich, wie geht's dir? Rokanik, alles klar? Rokanik. Grün und Mackie Flecki in einem Channel? Oh. Oh. Hier gibt's Autos umsonst. Was? Was ist mit meinem neuen Auto? Was? Was für ein Auto? Habt ihr einen Knall? Da ist wieder so ein hellgrüner Name, den kann ich kaum lesen, wa? Kollack, grüß dich. Na, alles fit? So, auf zu Benny. Erik, du Vogel. Na, alles jod bei dich? Der Erik. Der Captain Jafar. Nee, nicht alle. Nicht alle. Aber viele. Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Captain Jafar. Sir Jizzle, grüß dich. GK, na? Und Lumpy, gegrüßt. Bi-bi-bi. Was sollte dies? Oh, was? Ich hab nichts gemacht. Hast du irgendwas gehört? Ich hab doch gar nichts gesagt. Gib ich Töne von mir? Nein. So. Was geht, Jared? Ja, nicht viel, Roshi. Und bei dir? Nicht viel. So. Hä? Wo ist denn hier? Hab ich da vorbeigefahren, ich Idiot? Oder was? Ach, hier ist er doch. Schönes Auto. Ja. Fabrice, na? Der Fabrice. Hab die Krippe. Wann kommt wieder? Wartest du? Du hast die Krippe? Machst du jetzt einen auf Maria und Josef oder auf Jesus? Bist du das Jesuskind da in der Krippe? Du hast die Grippe! Nicht Krippe. Oh, Roshi. Wann kommt wieder TTT? Ich will hoffen, dass ich nächste Woche wieder mit aufnehmen kann, wa? Will ich hoffen. Ja. Zolon, dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Zolon und Adama haut 190 raus. Vielen Dank für 190. Dankeschön für die Kronjuwelen. Vielen, vielen Dank. Pissauge, wie geht's dir? Pissauge ist da. Dernaus, grüß dich. Cute, na? Cute, alles fit? Ich bin mal gespannt, ob die gleich wieder motzen, weil die motzen bestimmt wieder. Wo waren sie? War wieder keiner da. Ja, habe kein Geld gekostet. Er grippiert. Achso. Maddie, danke für den Host. Flo, ich grüße dich. Mir geht's auch gut, Pissauge. Dankeschön. Danke der Nachfrage. Geiler Name, ne? Ja. Bei Metin, da hieß mal eine. Wie hieß die? Das war eine Frau, die hatte einen Sura, glaube ich. Anpissbaum hieß die. Anpissbaum. Hammer. Smoker wieder am Putzen? Ja, hier bei Bennys.
überhaupt Hallo, Herr Smoker. Na, hallo. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's wieder besser. Ja, Sie waren krank, oder? Ja, sowas ja. Wie Migräne oder so, keine Ahnung. Ganz wild. Und wie geht's Ihnen? Ja, soweit ganz gut. Ja, Sie sehen auch gut aus. Kommen Sie aus dem Fitnessstudio? Ah, klar. Nee, ich war am Strand ein bisschen schwimmen und so. Schön, schön. Ja, okay. Machen Sie viel Sport? Tatsächlich ja. Wie kann ich, gucken Sie mal bei mir, wenn ich jetzt meine Jacke oder vielleicht morgen mal ausziehe, ja. Dann habe ich nicht so Arme, so schöne wie Sie. Die sind ja richtig da oben geformt und sind unten dünner. Da kann ich Ihnen einen Tipp geben. Was? Einmal schön Bananen essen und dann gibt es da hinten am Strand so. Gibt es halt so ein Außengehege quasi mit so Fitnessgeräten. Das habe ich schon mal gesehen, die jagen mich aber da weg. Da sind laufen so Leute rum, die sind ja schon ein bisschen breiter gebaut, ne? Und die sind doppelt so breit wie sie und die kommen dann immer so angestampft. Hau ab, du doof. Okay, dann musst du dir mal sagen, dass du von mir kommst und dann lassen die dich ja mitmachen. Sind sie sicher? Ja? Ja, klar, dann sag ich denen mal Bescheid. Okay, dann werde ich aber hinkommen. Dann muss ich die Geräte damit machen, ne? Ja, klar, genau. Ein paar Liegestütze, Sit-Ups und sowas. Und dann Sit-Ups. Ja, werde ich mal versuchen. Danke für den Tipp. Ah, cool. Das ist super. Passen Sie auf, bevor ich sie nachher wieder verliere, weil ich einen Termin habe. Wie verlieren? Wollen Sie mich mitnehmen? Wenn ich unterwegs bin, jemanden abschleppen oder so. Ja. Gebe ich Ihnen Ihre Bezahlung jetzt schon mal ein kleines Trinkgeld. Oh, danke schön. Dankeschön. Ja, dann mache ich mal weiter. Dann noch einen schönen Tag und vielen Dank für den Tipp. Werde ich machen bitte. Gehen. Mach einen guten Job. Ja, danke. Alles klar, ciao. So, tschö. Weiter. Tante Clara, ich grüße dich. Tütensaft, na? Ja, Chris, danke schön für 100 Bits. Vielen Dank. Für den finanziellen Support. Der Chris. Und Klostein haut 5 Euro raus. Gerrit, ich will ein Kind von dir. Okay, können wir drüber reden. Klostein, Dankeschön für 5 Euro. Vielen Dank für die Donation. Und Bartel ist im 4. Monat. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön für den Support, Bartel. Quake Master haut einen 10er raus. Dankeschön. Vielen Dank für 10 Euro. Das sind 20 Mark, oder? Vielen, vielen Dank. Quake Master. Der war freundlich. Der war zu freundlich. Ich dachte schon, der schmeißt mich jetzt raus oder so. Ja, aber ist ja auch mal gut, wenn sie mal freundlich sind, ne? Nicht mal am Motzen sind. Ja. War Tante Clara, guten Abend. Monster Pack, na, alles gut. Monster Pack. Ich meine, so ist das Ding ja schön hier, ne? Muss man ja sagen. Habe ich einen Schrauber verloren unterwegs. Guck mal, hier sind auch so Gewichte. Aber die kann man nicht benutzen. Aber hier kann man was zu trinken holen. So. So. Oh, Chris haut schon wieder 100 Bits raus. 200 Bits. Dankeschön. Vielen Dank für die Donation. Dankeschön für die Bits, Chris. Vielen Dank. Der Chris. Der Surfy grüßt dich. So, jetzt gehen wir einen Sack rausbringen. Oh, ein Crackbo, mein Freund. 19 Monate, wa? Was willst du? Du Vogel. Dankeschön für 19 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, Crackbo. Hallo, Herr Schmoker. Na, hallo. Na, hallo, wie geht's denn? Ja, gut, und Ihnen? Ja, super. Ich wusste gar nicht, dass Sie ja auch sauber machen. Doch, für vielen Dingern. Vielen Dingern. Okay, cool. Ja. Ja, gut, da will ich doch gar nicht weiter von der Arbeit abhalten. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Nö, ist kein Problem. Ja, hallo. Schöne Haare haben Sie. Ja, danke schön. Ja. Sie wissen auch, wer ich bin, oder? Ja, natürlich. Ich weiß auch, warum ich gerade mit meinem linken Arm so hin und her flatter. Ja, warum denn? Ja, das wüsste ich mal gerne.
Na, ich gehe mal gleich ins Krankenhaus. Irgendwas stimmt mit meinem Arm nicht. Okay. Dann ja, machen Sie das lieber mal. Paar Pillen kriegen. Ich muss aber okay. Bring mal den Sack weg. Bis später. Ja, bis später. Ja. Oh Gott, wie sah das denn aus? Mariechen. Mariechen, wie geht's dir? Dat Mariechen. Hey, ich habe zwar nicht die Kohle, um dich zu abonnieren, aber dein RP-Spiel bei DTA ist einfach klasse und macht richtig Spaß zu gucken. Danke dafür. Weiter so. Mhm. Ja, kein Thema, bist du irre? Musst du nicht abonnieren. Ist doch schön, dass du hier bist. Ist doch schön, dass du hier bist. Kein Kopf machen. Thunfischkopf grüßt dich. Chili Mann, wie geht's dir? So, jetzt drehen wir noch eine Runde und dann hauen wir hier wieder ab. Larrys haben wir heute Abend auch noch, ne? Larrys haben wir auch noch. Ja, klar, Mariechen. So. Ich brauche einen neuen Mob, ne? Ne, nicht neuen Mob, ein neues Reinigungstuch, ne? Ja. Hey, Herr Smoker, alles gut? Hallo, ja, und selber? Ja, soweit so gut. Das freut mich. Ach ja, was stand da, Geis? Kimaru grüß dich, ne? Nee, ich meine, ich mob ein Reinigungstuch, aber das hier ist, was ich habe, ist verbuggt. Das kann ich nicht benutzen. Funktioniert nicht. Was ist denn hier los? Soldier, grüß dich. Feeling time, ne? Alles fit? Schnuggi Putzi, Dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Was machen die da? Was gibt's da? Das ist egal. Nein. 14. Ich krieg genug Geld. Ja, nicht. Nee, nee, nee. Nein. Die andere Garage ist auch nicht weit weg. Ach, ist egal, nein. Dann hol von mir aus dein Auto raus, ja? Und dann fahren wir mit deinem Auto zu meinem Auto und dann fahren wir in die Wüste. Ja, können wir machen. Wenn du das so willst. Ich habe meine Mutter in der Wüste vergraben. Oh. Willst du die Frau auch vergraben? Eigentlich noch nicht. Okay. Warum wollt ihr zwei in die Wüste fahren? Wir haben da was vor. Was? Wir wollen deine Mutter ausgraben. Du weißt gar nicht, wo meine Mutter beerdigt ist. Ja, in der Wüste. Ja, aber nicht wo. Vielleicht am Alien-Landeplatz. Wo? Damit sie mitgenommen wird. Von wem? Na, von den Aliens. Von oben. Wie von oben? Wer kommt denn von oben? UFOs. UFOs? Fliegende Untertassen. Untertassen? Ja. Die beamen dich hoch und führen dir Sonden ein. Die führen mir Sonden ein? Ja. Ich habe gerade, glaube ich, ein Déjà-vu. Ja. Ist das schon mal passiert? Ist er gerade eingeschlafen? Hey. Schmoker. Hey. Hallo. Hallo. Hey. Schmoker, mein Name. Hausmeister in Los Santos und Papierverwertung. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin Elena. Hi. Hi, Elena. Wie geht's dir? Ganz gut heute. Und dir? Ja. Was macht ihr denn hier? Ich muss hier noch was erledigen und dann fahren wir in die Wüste. Also, ja, dann viel Spaß in der Wüste. Jo, ja, danke. Tschö. Geile Schuhe hast du da an. Ja, danke schön.
Die steht aber nah. Was? So. Oh, Dr. Schnacken LP, Dankeschön für 4 Monate. Ich tue so, als würde ich arbeiten, ne? Da macht er nichts anderes, als ich mache. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Wieso kann ich mir vorstellen, dass Gerrit auch gerne mal im Rewe einpennt? Nee, das ist mir noch nie passiert. Bist du irre? Ich schlafe doch nicht im Rewe ein. Hast du die Zähne wieder sauber bekommen? Ja, ja. 2-3 Mal putzen waren die Zähne wieder sauber. 2-3 Mal putzen. So, sind wir da und sagt, dann hauen wir hier ab. Und dann fahren wir nach Dingsbund. Kann man euch helfen? Schmoko. Ja, warte, hallo, wo sind denn die gerade? Ich bin gerade bei Benny's und wollte danach nach Larry's. Ja, dann komme ich Ihnen helfen noch, ja? Ja, nehmen Sie den Hostenmama. Ja. Ja, dann ist gleich Schwachti hier. Ja, schön. So. Warten wir auf den Herrn Holland. Der sieht auch schön aus, ne? Der hier. Der nicht. Der auch nicht. Ja, ja, Mariechen, ganz viele Muttis. Ganz viele, alles gut. Danke. Andi Brüste, wie geht's dir? Wow, wie tief. Ja, Tante Clara. Mach das. Tante Clara. Komm, Holland. Da ist er doch. Das ging ja schnell. Sind Sie schon fertig, oder was? Ich bin hier fertig. Ja, perfekt. Ja. Der Herr Walter wird wieder Polizist, ne? Darf er wieder? Ja. Ich habe ja geputzt eben noch im PD. Ja. Und da habe ich wieder da an der Waffenkammer geputzt. Und haben sie ein bisschen gelauscht, ja? Ja, das heißt ja nicht lauschen, das sind ja sprechende Wände, ne? Und ja, man ist ja unhöflich, wenn man ein Gespräch unterbricht, ne? Und da haben sie natürlich gedacht. Ja. Und da habe ich mitbekommen, wie der Chief wohl, dass er wieder Polizist wird, ne? Ja. Ja, aber das ist doch schön. Ja, hat mich auch gefreut. Wo waren Sie denn gerade? Ach, ich war gerade hier noch ein bisschen privat unterwegs. Mädchen kennengelernt? Na, wäre das mal so. Nee, nee. Einen Jungen? Einen Jungen, ja. Ja? Oh, Glückwunsch. Dann hat's ja endlich mal gefunkt bei Ihnen. Ja, ja, es ist endlich soweit. Dankeschön. Okay, schön. Schön, ja. Wo haben Sie den jungen Mann denn kennengelernt? Ja, hier in der Innenstadt am Park hier. Jetzt sagen Sie mich nicht, der eine Typ für $20, der Bläser. Nee, nicht. Nein. Also. Nicht der. Wo haben Sie das gerade gesehen? Mhm. Oh. Warum ist Mackie Flecky jetzt gesperrt? Mir geht's gut, Espera, danke schön. Keine Gnade! Na? Oh, grün, du Assi. Jetzt muss ich gerade gesagt haben, wieso waren die denn nochmal beim PD zum Putzen? Ich abnehmen, könnten sie nochmal eine Hosenwurmung nehmen? Aua. Aua. Was haben Sie denn gemacht? Ich habe eine Hustenwurmung genommen. Ja, aber doch nicht beim Fahren.
Ja, ich dachte, das wäre eine clevere Idee. Hoffentlich sein Auto nicht kaputt. Fährt er noch? Ja, warte mal. War schön. Oh, ne. Oh, da noch ein bisschen mehr nach hinten noch. Ja. Noch ein bisschen mehr. So ist gut. Ja. Und jetzt Abflug. So, was wollten Sie sagen mit PD? Ja, wieso Sie da noch geputzt haben? Da war ich doch schon. Ja. Ich habe so ein Fable. Sie wollten hören, ja. Also die sprechenden Wände sehen. Ich bin gern bei den sprechenden Wänden. Ja. Dann habe ich den Herrn Walter noch getroffen. Den Herrn Neumann, der sitzt da rum. Und der Gary, die haben wohl alle Gespräche heute. Ja, das hat er erzählt, der Herr Carsten, das denken wir jetzt auch wohl. Wer, Carsten? Wer ist das? Ich glaube, die nennen die Nummer Gary oder so. Mal gucken. Dieser dunkelhäutige Mann mit dem weißen Anzug. Von Miami war es der Typ, ne? Richtig, genau. Schnitzelumarmung, wie geht's dir? Und habt ihr schon alleine eine neue Tasse? Ich hab eine, ja. Ich hab eine, die ist auf dem Weg, die ist bestellt. Und du? Was meinten Sie? Ich sag nur gut, dass der Allrad ist. Ja, das ist so wahr. Hier ist gar keiner. Ich versuche mal den Stief zu anzurufen. Ich gehe mal im Büro gucken, ob jemand da ist. Stief, tief. In Stief. Ne, der ist nicht da. Ach, Feierstarter, die Udo-Tasse, die neue. Die Udo-Tasse. Und jemand da? Nee, niemand da, Herr Schmucke. Ja, Telefon geht ja auch nicht dran. Ja, dann. Ja, dann toll. Ja, scheiße. Ja, müsste ich auch gleich. Ne. Super. Das ist natürlich nicht gut, ne? Nee, da haben Sie wohl recht. Ich versuche nochmal. Ich weiß aber gar nicht, wie heißt der andere Mann von dem Bums hier. Warte mal. Steve. Nee, das ich habe nur den Herrn Johnson. Ja, den habe ich nicht. Das ist Steve Johnson, nicht das? Ach so, ja, dann habe ich ihn auch. Ja. Die Faust Gottes, Dankeschön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Aber letzte Woche waren wir auch am Samstag vielleicht. Mamba, gehen das dann machen. Was waren? Ja, stimmt, samstags, ne? Mhm. Ja, machen wir das morgen hier bei dem. Machen wir das morgen. Sonst haben wir nichts zum Putzen, ne? Nee, sonst sind wir durch. Bennys, PD. Ach, Dings müssen wir noch weitermachen. Das Sheriff Department. Ja, war nicht heute, oder? Ist die Frau Annabelle da? Wo habe ich die? Hier. Nee, die ist nicht da. Vielleicht fahren wir, ich würde nämlich gern, wissen Sie, was eben passiert ist? Erzählen Sie mir. Ich habe geputzt ganz normal, ne, im PD noch, die Ecken nochmal sauber gemacht, damit die nicht meckern und so und alles, ne? Ja. Nix gegen ihre Sauberkeit, Holland, aber da hat wohl einer wieder irgendwie geschlabbert oder sowas, keine Ahnung. Und dann bin ich da in das Büro rein, wo der Melonenmann früher war und da sagt so ein Polizist zu mir, ey, du Putze, raus hier. Schon da, wieder? Da habe ich gesagt, hey, was soll das und so. Und da wollte ich mit dem Mann mal reden. Vielleicht fahren wir mal zum PD. Ja, die kriegen welche an den Hals. Ich wurde letztes Mal auch schon so blöd angemacht. Ja, wir sind da, ist ja nichts, wir sind ja kein Abschaum oder sowas. Nee, ne? Eben. Sie werden jetzt als Putze bezeichnet. Ich wurde Wischiwaschi genannt. Was ist denn das hier? Ja. Dann kommen Sie, fahren wir da mal hin. Hoffi, na Hoffi. Der Hoffi. Heute ist Daisy 063 rausgekommen. Du meinst die Beta. Aber auch auf Official Servern?
Steffi. Na, wie geht's dir? Steffi. Daruka. Scheiße! Was ist denn los? So eine Scheiße! Ja, was ist denn los? Bremse kaputt oder was? Nee, mein Kopf ist kaputt scheinbar. Dann müssen Sie dringend zum Doktor. Zur Frau Wolf. Scheiße. Scheiße. Hä, wo geht der denn jetzt schon wieder hin? Nee, da nicht da. Entschuldigung. Aua. Ja, selbst ist der Mann. So, jetzt. Ach ja. Ramirez, wie geht's dir? Was ist 420, Mancy? Ich bin ein bisschen erstaunt, dass der noch läuft. Warum? Ich war schon ein bisschen doof. Ja, dann komm, ich schnall mich mal besser an. Ja, ich weiß nicht, was los ist, Herr Schmoker. So, wie heißt denn Ihr neuer Freund? Weiß ich nicht, der hat so einen Schlangennamen. Was? Wie Schlangennamen? Ja, der heißt irgendwas mit einer Schlange oder so. Schlange. Und den haben Sie im Park kennengelernt? Ja. Dragonslayer, alles fit? Und dann habe ich dem so ein bisschen Tom. Was geputscht. Was haben Sie den? Ja, ich hab dem etwas geputscht. Haben Sie dem denn geputzt? Naja. Nee, ekelhaft, das will ich gar nicht hören, kann ich mir vorstellen. Wieso fragen Sie denn dann? Nee, das will ich nicht hören. Das ist fies. Genso, du Vogel, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Der Onkel Genso. Was sind Sie denn jetzt so? Was? Was sind Sie denn jetzt auf einmal so? Wer? Hätte ich das nicht hören wollen? Nee, mag ich nicht. Ach so. So. Ja, Luca, musst du auch Pillen nehmen? Vielleicht fahren wir gleich mal ins Krankenhaus. Dass da die mal nach ihrem Kopf gucken. Was soll das denn heißen? Ja, aber sie haben da eben gesagt, mit ihrem Kopf ist irgendwas. Ach so, ja, ich bin vielleicht einfach ein bisschen durcheinander. Wissen Sie, das war jetzt, wo ich diesen Jungen kennengelernt habe. Da hat er ihnen den Kopf verdreht. Das könnte man so sagen, ja. Oh. Ja, natürlich. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der sagt. Die schmeißen uns raus. Dann putze ich da nicht mal. Da ist immer noch Gespräch.
wieder da. Ja, Schmoker, Hausmeister. Wer ist hier jetzt das Oberindianer von euch? Was? Ganz kleinen Moment bitte, der Chief im Büro. Ich muss funken. Ja, machen Sie ruhig. Danaros, ich mag Züge. Was? Schmoker? Ja, bitte. Was ist denn das für ein Typ da hinter uns? Wer? Mit Sicherheit, komm. Meint sie den mit dem komischen Anzug? Wie hier? Genau. Das ist Evil Knievel, glaube ich. Ja, das könnte sein. Ach du Scheiße. Nee, nicht Scheiße. Der fährt Motorrad. Sie haben mitgehört? Ja, ich glaube, der fährt andere Dinge auch schon Motorrad. Fahren Sie bitte mal zur Bank. Ist und das Ihr Freund? $9,700. Nee, eben nicht. Also. Das hätte ich gewusst. Ja, somit bringen Sie es dann ins LSPD, Leitstelle. So, bitteschön. Der Häuptling von euch. Ist der Herr Connor, der ist gerade da drinnen in Gesprächen. Wenn Sie auch mit ihm sprechen wollen, alle Herren, die da stehen, warten auf ihn. Ne, wirklich? Ja. Ach du Heiland. Auch der Evil Knievel? Wer ist denn der Evil Knievel? Das ist der vom anderen Ufer da. Der, komm mal an. Och Herr. Na, hallo. Bonjour. Oh. Ach du Scheiße. Bon wat? Bonjour. Ja. Guten Tag, hallo. Was will der jetzt? Ein Bonbon oder was will der? Ich glaube, der hat Hallo gesagt, glaube ich. Bonbon. Okay. What, wie? Ja, wie Holland und Schmoker. Hallo. And you? You? Ich bin D'Artagnan. Herr Müller? D'Artagnan. Ich glaube, der spielt Dart oder sowas. Ja, das ist die Dart-Profi. Dart-Profi. Herr Müller? Dann gehen wir einmal durch. Do you werf mit Pfeil? Ist gleich bei Ihnen. Sagen Sie, kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? 9600. Will er uns helfen? Der fragt, ob er uns helfen kann, aber das fragen wir ihn ja, ob wir ihm helfen können. Nee, hör mal, mein Freund. Pass mal auf. Du siehst zwar nicht aus wie Old Shorehand, aber du verhältst dich komisch. Was suchst du hier? What are you suchen hier, Polizei? Ich warte gerade auf jemanden. Du wartest. Was redest du so komisch? Von wo kommst du bei? Ich komme aus Frankreich. Seit ungefähr eine Woche hier. Weiter, der kommt aus Frankreich. Sie sind eine Woche ihre? Weißt du, ich dachte, der ist aus Frankreich. Ja. Nee. Warum siehst du so komisch aus? Was meinen Sie mit komisch? Ja, guck mal, du hast so eine dreckige Schuhe, eine schöne Hose, dann so ein Karnevalsoberteil, dann hast du die Haare wie Klaus Lage und Bart wie drei Musketiere. Mon Dieu, dieser Outfit ist zurzeit aktuelle Mode in Frankreich. Was ist das? Mode? Bist du so ein Modemann? No, ich passe mich nur mal an die Mode an. Mir hat der Chief gesagt, ihr seid, glaube ich, nicht diese Jacke zutreffend zur Mode. Aber ich werde mich hier auch anpassen. Sie wollen Polizist werden? Oui, ich bin Polizist. Sie sind Polizist? Oui. Wo das denn? Nur weil sie das irgendwie im Schlafzimmer oder sich so verkleiden, heißt das noch nicht, dass sie Polizist sind. Nee, sie müssen richtige Ausweise haben, ne? Nicht, wenn sie strippen irgendwo, Polizist, ausziehen, Uniform. No. Ich war Polizist in Frankreich. Ich war bei Gardien de la Paix. Und ich habe mich in ihrer Sprache heißt, glaube ich, Streifenpolizist. Streifenpolizist? Bist du ein Streifenhörnchen? Streifenpolizist. Wie? So kann man auch sagen. Ja, und ich habe mich beworben hier. Wie kommst du denn noch hier? Ich wollte mal ein neues Leben beginnen. Wieso haben wir mehrere?
Ich wollte immer zu Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, das ist aber nicht hier. Wie doch? Wie doch? Du sprichst ja doch unsere Sprache gut. Wie doch? Das ist unsere Sprache. Ne, hier ist ja nicht viel möglich, ne? Da musst du, Herr Holland, wie heißt das Kaff da oben im Norden da? Im Norden. Disneyland. Ja. Da ist alles möglich. Genau. Disneyland. Ich habe in der Tat gehört von diesem Land. Ja, hast du, ne? Oui. Oui, ja, oui. Was heißt oui? Oui. Oui, oui? Was? No, wie ist oui? No, wie, was? Keine Ahnung. Und jetzt willst du ja Polizei werden? In der Tat. Ja. Ich bin. Ja, du bist, nee, du warst, ich hatte auch eine Mutter. Du bist jetzt noch gar kein Polizist. Du willst hier Polizist werden, hier in Los Santos, ne? No, ich bin Polizist hier in Los Santos. Du bist, weißt, Polizist? Ich dachte, sie wollen sich bewerben. Ich habe bereits. Und du bist auch schon angenommen worden? Wie? Oh! Was zum Ach du Scheiße. Was ist los? War ein Schuss. Oh, mon Dieu, ich glaube, ich habe Tomaten auf den Ohren. Ja, dann geh ich mal umziehen, Franz Hacke. Zieh dich um. Wenn du hier arbeitest. Hol die Wummen raus. Die Handgranaten, bring die mit. Mon Dieu. Ja, mon Dieu. Ja. Was hat der gesagt? Mon Dieu. Irgendwas mit Ford, glaube ich, Mondeo oder so. Mondeo, Ford. Ja, Ford ist ja am amerikanisch, ne? Ford. Ja, das. Er fuhr fort und kam nie wieder. Ja. Was gibt's hier für Leute? Ich weiß es auch nicht. Irgendwie sind die alle geil, völlig gaga. Da ist der Mann. Bitte. So. Können Sie mir sagen, wer Herr Landsberger ist? Ja, ich bin Herr Landsberger. So. Ja. Okay. Ich glaube, wir sind gleich dran. Ach du Scheiße. Jetzt ist der Herr Landsberger noch für den Zuschauer. Junior, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Haut mal Liebe raus für Junior. Vielen, vielen Dank. Roger, danke für den Host. Wir nehmen einen mit. Ja, dann fahren wir eben zum Automaten. Ich hole das Geld. Ja, und dann kommen wir hier wieder zurück. Gut, alles gut. Entschuldigung. Dann fahren wir im Corner zum Auto. Ja, bitte. Ja. Sind Sie das Indianermann hier? Was für ein Ding? Der Indianerhäuptling hier. Der von den Sioux, der Sitting Bull. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Nee, Zeit. Sie haben eben zu mir gesagt, ich bin die Putzi. Was ist denn das für ein Typ? Ach, der war das? Ja. Das hat der Chef Ihnen gesagt. Ja. Der kann mich doch nicht so beleidigen. Ist das eine Beleidigung? Ja, natürlich ist das eine Beleidigung. Das ist ja völlig von oben herab. Ja. Komm, wir gehen. Nehmen Sie mal einen Hustenbonbon. Ich würde ja nicht anfangen an Ihrer Stelle. Sehr arrogant. Der Pavel. Also das finde ich eine ziemliche Frechheit. Ja. Warte mal, ich habe gehört, er will nur zur Bank. Dann ist er direkt wieder hier. Dann frage ich den Vogel mal, was das soll. Ja, das muss ich jetzt auch sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Also wenn er Chef ist, wir arbeiten für die hier und so. King und Uwe, ein bisschen Respekt. Dankeschön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Aber die selber arbeiten ja nicht, die stehen da einfach im Kreis alle. Ja, balderisch, ne? Und dann haben sie einen dort Dart spielenden Mandeo-Fahrer. Florian. Das ist unglaublich. Gorios, wie geht's dir? Ja, komische Leute hier, ne? Komische Leute. Ich muss mal was gucken. Ist der da?
Ne, der ist nicht da, schade. Ich wollte gerade einen Anwalt anrufen. Wäre doch gleich. Ich sag zu dem, du asozialer Typ oder so, ne? Ja, das ist unverschämt, das merkt man. Nehmen Sie nochmal einen Hustenwurmer. Was möchten Sie? Erstens, dass Sie sich mal entschuldigen. Für was? Wir arbeiten hier. Hausmeister Service Smoker, grüße Sie. Das habe ich jetzt auch mitbekommen. Das hat mir keiner gesagt. Entschuldigen Sie. Ja. Ja. Und man nennt uns nicht Putze oder sowas. Das ist nicht ja, aber schön. Sie haben nicht in einem Büro zu platzen, in dem gerade ein Gespräch. Nee, ich habe nicht. Ich bin geputzt. Habe geputzt. Ja, dann ist ja. Ja, gut. Was auch immer. Ja. Dann herzlich willkommen. Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Texas, Houston. Ja, dann schüttel ich mal die Hand auf gut Freundschaft, ne? Und alles, alles Gute hier. Ja. Ja. Gut. Sie sind hier Hausmeister, Sir. Wir haben Vertrag mit dem PD. Und ich komme jeden Sonntag, spätestens Montag, komme ich Geld holen. Cash in Cash immer. Ja, wie oft putzen Sie? Jeden Tag. Bis auf sonntags. Okay. Was verdienen Sie dabei? $3,850. $3,850. Die Woche. Gut. Ja. Okay, das ist okay. Ich werde das nachschauen, aber mir müsste der Vertrag auch vorliegen wahrscheinlich. Richtig. Und dann kriegen Sie Ihr Geld. Ja. Ja. Natürlich. Dann noch einen schönen Tag. Tschö. Tschüss. Komm, Holland. Guck mal, jetzt war der ganz anders, ne? Ja. Jetzt fahren wir jetzt. Das nicht weiß. Wir fahren jetzt mal zum Krankenhaus für deinen Kopf. Hatten Sie das für eine gute Idee? Der langen Geschichte? Doch schon. Ja, auf jeden Fall. Ja. Paul Blue grüß dich. Na, alles gut? Aber die Frau Annabelle, die arbeitet doch gar nicht mehr. Frau Annabelle arbeitet da nicht mehr. Nee, eben. Nee. Extrem flauschig. Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Und Snaker, dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, Snaker. So. Oh. Danke, Herr Holland. Der Miller. Steve, wie geht's dir? Doch, gab's schon. Doch. Das ist bei einigen, das hat der Walter. Das hat hier Holland, Unhold. Sonst kenne ich keinen, der das so extrem hat. Die haben das ab und zu, dass der Voice-Chat bei denen abkackt irgendwie. Das hört ihr ja selber. Und dann nehmen die irgendwie dann ja, ist wie so ein Neu-Connect vom Voice halt. Ne? Wow, flauschig. Arturios, wie geht's dir? Ja. So, wir fahren schnell zum Krankenhaus. Vielen, vielen Dank für Loot. Oh, ein Häschen. Dankeschön für den Loot. Denavia, vielen Dank. Kata, dankeschön für den Loot. Centulo ist mit dabei. Dr. Plebs, vielen Dank, mein Freund. John Wick, der Grün. Nein, doch, oh. Louis de Finesse. Makul, vielen, vielen Dank. Team Sachse, dankeschön. Darkly, vielen Dank, Freunde, für den Loot. Dankeschön für den Support, den ihr mir gebt. Danke. So. Ausrufezeichen Loot kann der Gerrit was Gutes tun und kostet kein Geld. Vielen, vielen Dank. Ist die Tasse wieder heile? Nee, ich habe mir eine neue Udo-Tasse bestellt im Shop. Die ist on the way. Ja, okay. Hä? Wally, du hässlich, was geht, Bruder? Warum geht die einfach an mir vorbei? Ja, wir haben sie nicht erkannt. Sie sind ja ziemlich arrogant geworden. Außerdem wechselst du alle 2 Minuten. Dann herzlichen Glückwunsch, ne? Wofür? Dass sie wieder Polizist sind. Holland, kannst du dich mal hinsetzen, damit der Smoker sich auf den spitzen Hut mit seinem Arsch setzen kann? Was hat der denn schon wieder? Was haben Sie denn schon wieder? Du bist Polizei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Holland, ne? Warum sind Sie denn jetzt wieder so komisch? Warum Smoker? Warum sind Sie denn wieder so komisch? Weil du ein Frechdachs bist. Ich habe ihn doch nur gratulieren wollen. Ruf mich an und entschuldige dich. Ich wollte...
wissen Sie, Wasserholland, der ist manchmal schlimmer als eine Frau. Manchmal? Ja, immer. Ich wollte das nicht meinen. Hat er seine Tage? Naja, hoffe ich. Ja, kommen wir genau. Sie haben halt gesagt, er ist arrogant. Ja. Krücke haut ein Subgeschenk raus. Hey Krücke, danke schön. Und das Subgeschenk geht raus an Alucard. Herzlich willkommen, Alucard. Danke, Krücke. Oh no, du Vogel, ne? Flipflop, wie geht's dir? Ah, hallo. Oh, hallo, Smoker. Wo? Ja. Wer von den Hübschen ist denn Frau Wolf? Oh, ich, die Dame. Hallo. Wow. Frau Wolf, was ist mit Ihnen los? Oh. Ja. Hm. Ja, schön sehen Sie aus. Sie natürlich auch, junge Frau. Und Sie auch, junge Frau. So. Ja. Ich bräuchte Hilfe. Welche Art? Für meinen Freund in Holland. Aber warum ist er nicht mit reingekommen? Der hat Kopfprobleme. Ja. Ich gehe ihn mal gerade holen, ja? Ja, machen Sie das mal. Wo ist der denn hin? Jinbeo. Hä? Der war doch gerade noch hier. Der hat bestimmt Kopfschmerzen. Kimmeru, dankeschön für... Wo waren Sie? Ich war doch da. Hä? Ich hab, ja, das ist irgendwie war alles schweigsam. Kimmeru, dankeschön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Kommen Sie wieder mit rein. Hä? Wo ist der denn? Herr Holland. Ja. Vielleicht gehen Sie sich mal die... Da hinten ist ein Tümpelchen. Können Sie mal waschen gehen? Ja, mach ich. Deichmensch, ne? Was? Bitte? Alter, ist das ein... Der ist bestimmt wieder jetzt bei der Polizei angenommen und ist wieder so am Abdrehen jetzt. Jetzt redet er wieder mit keinem. Ich bin jetzt Polizist. Smoker. Ja. Industries. Nee, Sie nicht. Garten, Landschaft und Putzdienst. Mit wem spreche ich da? Sind Sie jetzt wieder Polizist? Weiß ich noch nicht. Wie weiß ich noch nicht? Ja, kommt drauf an, was jetzt dabei rumkommt. Ich muss ja erstmal mit dem Mann jetzt noch reden. Also, ich dachte, Sie wären schon wieder Polizei, so wie ich das verstanden habe. Ja, ich musste eine PPU machen. Ach hier. Medizinischer Check. Haben Sie nicht verstanden? Doch. Okay. Dann möchte ich mich schon mal verabschieden. Dann werden Sie ja bestimmt wieder Polizist. Dann möchte ich mich mal wieder verabschieden. Dann wird man sich ja lange Zeit wieder nicht sehen und hören. Sie kennen einen ja dann wieder nicht. Smoker, ja. Als ich Polizist war, bin ich immer zu dir hochgefahren. Immer. Ja. Immer zum Sheriff Department und bin zu dir gekommen. Jedes Mal. Mit Cassie. Wir haben stundenlang bei dir auf deinem Grundstück gestanden, wo der Gigo hingekackt hat. Haben Sie von dem Herrn Marok noch was gehört? Ja, der kommt heute, glaube ich, ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß es nicht. Der ist irgendwo in der Stadt wahrscheinlich. Ach so. Ja, dann ist gut. Ja, dann noch viel Glück und schönen Abend. Ja, dann bis gleich, Smoker. Ne? Ich rufe ihn nachher nochmal. Nehmen Sie mal einen Hustenbonbon. Der macht der, also mit dem Waschen auf sich, dass der Holland macht einen Server-Disconnect und connectet dann neu. Sir Scream, grüß dich. Der Dennis, ne? Ja. Vogel, Alter. Danax, wie geht's dir? Das lebe, Danax. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Hab ich irgendwas hier weggemacht? So?
wollte mich gerade mal was gucken. Da kommt er doch. Bip, 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 bip. Okay. Wo ist er jetzt hin? Hä? Der ist doch gerade da vorne gekommen, ne? Der Ecke rum. Ist er schon reingegangen oder was? Weißt du, wann ich gerade war am Gucken? Ne. Weizenzwerg. Na? Der war doch gerade da. Motorpsycho, wie geht's dir? Hallo. Ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Nö, alles gut. Ich habe ein bisschen gründlicher gereinigt. Also. So mit zurückziehen und da ganz sauber machen und so. Kennen Sie das? Das stinkt nach einer Zeit, ne? Ja, das ist widerlich. Ekelhaft. So, jetzt. Oh, gut. Ja, jetzt. Oh, ja. Kommen Sie mit. Elektronik, grüß dich. Dame da vorne. So. Ja, das ist der Holland. Hallöchen. Der hatte gesagt, Riesenprobleme mit seinem Kopf. Da hat er nämlich auch einen Unfall gebaut, wo ich mit dem Auto war. Okay. Tja, sollen wir uns das mal angucken? Ja, wenn der Chef das sagt. Ja. Wenn der Chef das sagt. Ja, ich wach dann hier vorne, ne? Ja, okay. Sollten schon fragen. Schmokerlinchen. Ich gehe mal gerade dem Enkelchen gute Nacht sagen, ja? Der turnt immer noch hier rum, ne? Ja. Was, Udo, du bist so hart? Jetzt hat der Stream einen Sinn? Ach so. Das Enkelchen war, das ist ein richtiges Oma-Kind, ne? Ein richtiges Oma-Kind, ne? Schlimm, aber auch schön.
So, wir stehen schon wieder auf. Also. Oder Tochter. Oder Tochter. Wie mein Bruder. Ja, ja. Manchmal die Antworten von so kleinen Kindern, ne? Sagt sie gerade, ich sag, was machst du denn noch auf, ne? Ist auf meinem Bett da rum am Turnen, ne? Rum am Springen, auf der Matratze. Ich sag, was machst du denn noch auf? Ja, Oma hat gesagt, solange ich höre, darf ich noch aufbleiben. Ich sag, alles klar. Dann sagt mir Frau, komm hier, T-Shirt ausziehen, Schlafanzug an, ne? Geht jetzt ins Bett, ne? Zieh das T-Shirt schon mal aus. Oma, das weiß ich selber, dass ich das ausziehen muss. Ja, was die manchmal raushauen, ne? Sohn, Tochter von mir, 22 ist der Sohn und 24 die Tochter. Hoffe, die aber bald schon 2000 verdient. Wir hatten ja schon 2000 Subs. Hatten wir ja schon. Der Drop ist jetzt ganz normal. Das wird noch weiter droppen. Ich schätze mal, das wird sich vielleicht irgendwo bei 1500, 1600 einpendeln. Was geil ist, was richtig geil ist. Guten Tag, Smoker. Na, hallo. Wie geht's Ihnen heute? Mir geht's gut und Ihnen? Mir geht's auch blendend, Dankeschön. Danke für die Nachfrage. Schwarte auf den Freund. Der Herr da, der da gerade in Behandlung ist? Ja, der Herr Holland. Okay. Ja, ich geh mir mal Wasser holen. Ja, klar. Ja. Der Drop ist gelutscht. Was? Nein, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Da waren ja, man muss ja rechnen, das wisst ihr auch, so viele Subgeschenke bei. Das war ja Wahnsinn. So. Metzdenu Vogel, 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön für den Support. Danke, Metzden. Und Chox ist im 4. Monat auch wie Matt's denn. Chox, dankeschön für den Support. Dankeschön, dass du weiterhin dabei bist. Der Chox. Und Florian hat einen 5er raus. Dankeschön für die 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation, Florian. Danke. Ja, trotzdem hast du es aber auch verdient. Ja, das haben aber viele. Ne? Das haben aber viele. Ja. Ich hatte halt Glück. Ich hatte wirklich Glück. Ja. Oh. Ist das Miller? Nee. Ist nicht Miller. Boah, Teddy, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Der Boah, Teddy. Warum brauche ich 100 Bits, um hier welche zu spenden? Weil ich dazu eingestellt habe. Weil sonst die ganzen Vögel ankommen. Das kennt man wahrscheinlich aus anderen Chats. Ein Bit. Die sich daraus einen Spaß machen, den Alarm zu triggern. Weißt du? Gigant, wie ist es, du Vogel? Der Herr Marok. Fronti, 700 Zuschauer und trotzdem kann man den Chat lesen, cool. Ja, sind ja viele ältere Leute hier. Ja, hat er nicht gesagt, oder? Doch, hat er gesagt. Viele ältere Leute anwesend, ja. Ja. Bei mir auch, Teddy, bei mir auch. No parking, richtig. Ja, no parking. Alles fit? Ja, natürlich. Natürlich, wo warst du? Hast du bis gerade geschlafen, oder was? Komm mal ran da, Junge. Okay, Ron. Neulich bin ich an einem Spielplatz vorbeigeradelt und die Kids so, ich bin John Cena. Nee, ich bin John Echt? Ach so. John Cena, ja. Mittagsschlaf, siehst du, wusste ich doch wieder. Warst du denn nicht in der Schule oder was, hä? Hast du wieder frei oder was? Hammer, ey. Voodoo, grüß dich, wie geht's dir? Ältere Leute, na danke. Wow, Kater. Gerrit, bist auf jeden Fall stabil, bist ein netter, sympathischer Mensch und hast eine tolle Community. Das ist das, was zählt, weiter so. Danke für die lieben Worte. Dankeschön. 27 ist das schon alt? Nee, eigentlich nicht, wa? Das ist so die Blüte. Jetzt fängt gerade die Blütezeit deines Lebens an. Die geht bis ungefähr 35, 38. Und dann geht's langsam bergab.
Lehrer sind auf Fortbildung. Ach, die sind aber oft bei dir auf Fortbildung, oder? Dreimal die Woche sind sie immer weg, ne? Oder? Alter, die Gigant, ey. Ja, Gigant, der wollte eigentlich, der hat mir das mal im Vertrauen gesagt. Kommt der schon wieder? Hab ich gerade ein Déjà-vu oder was? Der Gigant hat mir das im Vertrauen gesagt. Er wollte sich schulisch so weiterbilden, was er auch schon getan hat, dass er mal Architekt werden kann. Ne? Das ist ein Kindheitstraum von ihm, wo er ein kleiner Bub war. Da hatte er auch schon viele Haare am Kopf. Er wollte immer Architekt werden. Ne? Irgendwas schaffen, was bauen und weiß ich was. Und seit ungefähr, ich weiß es nicht, 2 Wochen, 3 Wochen, seitdem er Twitch-Partner ist, will er das nicht mehr. Er möchte jetzt Vollzeit-Streamer werden. Der Gigant. Gigant, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Glück bei deiner Mission, wa? Ohne Scheiß. Ich unterstütze dich dabei. So. Er hat wieder Langeweile. Was? Das hat er dir im Vertrauen gesagt? Ja. Auch. Ja. Ja, ja. Ach, Herr. So, ich hab Durst. Warte mal. Das ist schon wieder leer. Oh, hier ist Apfeltee. Gigant. Hier. Türkischer Apfeltee, Junge. Bock auf Kohn? Ja, klar. Klar. Wann? Sief, mein Freund, wie geht's dir? Wann willst du spielen? Das heißt Proktologe. Proktologe, das sind doch die, die irgendwie... Nee, Podologe ist der, der im Hintern rumfummelt, ne? Das ist ein Podologe, oder? Was ist ein Proktologe? Was ist denn das? Habe ich schon mal gehört, aber ich komme jetzt nicht drauf, was das ist. Hast du Bock heute? Hast du mal am Tachoui geguckt oder was? Oder gehen bei dir in wo kommst du her? Da aus dem Kaff, wo die Campingstühle aus Plastik sind, da gehen die Uhren da anders oder was? Hä? Bauchnabel, Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, sehr, sehr lieb. Bauchnabel. Semme grüßt dich. Popologe. Die Nacht ist jung, ey. Ja, das würde ich auch sagen, Gigant. Hätte ich jetzt bis 21.30 Uhr geschlafen, wäre duschen gegangen, wäre topfit, hätte ich auch gesagt, ja, die Nacht ist jung, ne? Ja. Dein Streamerleben hat schon begonnen, merke ich, wa? Nicht mehr zur Schule gehen, Stammtag schlafen, nachts streamen, ne? Ja. Proktologe ist der mit der Popo. Und was ist ein Podologe? Was war das? Was ist denn dann ein Podologe? Oh, da oben hängen sie wieder am Fenster. Das Öhmchen hängt schon wieder an der Dachluke, wa? Podologe ist für die Füße. Stimmt. Jetzt, was du es sagst, cute. Ja. Ich hatte mich da mal angerufen, weil ich habe einen Fersenriss gehabt. Vor ein paar Wochen habe ich den gehabt. Und das war richtig, das hat richtig weh beim Gehen, wa? Ja. Aber ich habe ein bisschen Fensterkit, also Silikon da reingeschmiert. Jetzt geht das wieder. So. War noch nicht mal duschen. Alter, du bist eine Sau, wirklich. Ohne Scheiß. Und dann kommst du hier rein, stinkst den Chat voll. Ekelhaft, ne? Das ist ekelhaft, ne? Gigant. Nicht ärztlich. Fußfetisch ist. Was? Bei Gerrit gibt es auch immer Käse an der Füße. Ach so. Mhm. Was? Wann kommt Let's Try Gerrit? Hey, es war doch erst vorgestern eins da. Was? Vorgestern war eins da. Ich kann doch nicht jeden Tag sowas machen. Bist du irre? Dann wird das langweilig für mich. Hier. Geh weg da. So. Hier ist doch eins. Hier, vor 2 Tagen war doch eins da. Let's Try Gerrit, Zahnaufhellung. Und dann habe ich den neuen, unseren, also meinen neuen Laptop vorgestellt, den ich von Asus, Nvidia, Microsoft und Nobleshare geschenkt bekommen habe, gewonnen habe. Und dann hier, Muckluck, Hashtag Muckluck, Tassen für die Welt. Genau. Jeder, der eine Udo-Tasse kauft, ne, bekommt einen Kuss. Wusstet ihr das? Ist so. Vom Gigant. Gerrit, ich will aber lachen. Ja, aber das kann ich kann mich jeden Tag so eine Scheiße aus dem Kopf drücken, weißt du? Das ist ja bei mir alles spontan, weißt du, wie mit der Zahnaufhellung. Zahnaufhellung war geplant. Ja, Smoker. Ja, bitteschön.
Wie kann man Ihnen helfen? Wer sind Sie denn? Miller, mein Name. Sie kennen mich eigentlich. Sie haben eine andere Frisur. Durchaus. Und eine andere Haarfarbe. Ich warte nur hier. Ach so. Okay. Brauchen Sie was zu essen, was zu trinken? Nö, kann ich mir selber kaufen. Ich habe Geld. Ja, das habe ich nicht bezweifelt. Ich wollte nur höflich sein. Ja, das habe ich gehört. Was haben Sie gehört? Ja, dass Sie poppen mit der Ex vom Hopfi. Und wenn? Sie sind kein Drama, wir sind alles Menschen. Ja, aber da bringt man eine Ehe auseinander mit. Das habe ich nicht, da habe ich nichts mit zu tun. Also, das hat er sich selber eingebrockt. Warum? Naja. Wenn man keine Zeit für seine Frau hat. Und Sie haben Zeit für seine Frau jetzt, ne? Im Nachhinein, ja. Naja. Also ich habe mich da nicht eingemischt. Ich habe ihr noch geholfen, das Ding. Ja, es wäre noch schöner, wenn Sie da auch noch, wenn die zwei zugange sind, da auch noch mitmachen wollen. Das ist ja ekelhaft. Mein Gott, so in 3 Jahren, da ist nichts dabei. Nö. Nee, das. Bah, das ist richtig. Sind Sie schon Chefarzt? Ja. Ja, sehen Sie mal, wie schnell das geht, oder? Hochgeschlafen. Ja. Naja, so nicht schnell. Ganz. Ne? Der Herr Hopfner hat mich zum Oberarzt gemacht und niemand sonst. Echt? Der Herr Hopfner selber? Ja. Warum das? Das müssen Sie ihn fragen. Nee, ja, ich muss jetzt sowieso gleich mal anrufen. Ja, dann noch einen schönen Tag, ne? Ja, auch so, ne? Und einen schönen Abend. Ja, bauen Sie keinen Scheiß. Wieso, was haben Sie denn vor? Ich habe heute nichts mehr vor. Nee, weil Sie sagen, Sie wollen Scheiße bauen. Ich sagte, bauen Sie keinen Scheiß. Wie kommen Sie denn darauf, dass ich Scheiße bauen würde? Ja, man weiß ja nie, ne? Auf was für Ideen man so kommt. Kleiner Tipp am Rande. Friseur verklagen. Gib Geld. Komm, Holland! Sichi, wie geht's dir? Und Smasher, du Vogel. Kennen Sie den? Das ist der Miller, der Bums mit der Ex vom Hopfner. Dadurch, was? Der hat sich hochgeschlafen, der ist jetzt Chefarzt. Bitte was? Ja, nicht bitte was. Der wollte auch einen Dreier mitmachen. Der Bums die Hopfner? Der Bums die Hopfner. Richtig doll, habe ich gehört. Auf dem Schreibtisch. Ja. Aber gut, dass ich damals da auf dem Schreibtisch geschissen habe. Ja. Wieso haben Sie... Nein, ich frage nicht. Da hatte ich Langeweile. Das war ganz am Anfang. Da bin ich immer nackt hier morgens durchs Krankenhaus gelaufen. Und warum das? Auch aus Langeweile? Ja, weil ich Spaß dran hatte. Und da hatte ich einen Tag, da hat der Herr Hopfner, glaube ich, oder die Frau Hopfner, die ging mir richtig auf den Zeiger und da habe ich dem auf dem Schreibtisch gekackt. Und dann habe ich das aber wieder weggemacht. Aber seitdem wundert der sich, warum der eine Maserung im Schreibtisch hat. Ja. Ja. Sachen gibt. Ja. Was hat die Frau Wolf jetzt bei Ihnen gesagt? Also, es ist wohl Überarbeitung wahrscheinlich. Die haben mir aber noch Blut abgenommen. Das heißt, Sie müssen noch weniger arbeiten als jetzt? Ja. Gar nicht mehr? Nee, ich glaube... Oh. Vorsicht. Ich glaube, ich muss einen Job machen, wo man noch weniger arbeitet. Hier, nur bei Herrn Walter kann ich arbeiten als Polizist. Die machen doch auch nichts. Wollten Sie nicht mal schon mal Polizist werden? Ja, ja. Ja, dann fragen Sie doch jetzt diesen Typ da, der sich eben entschuldigt hat. Ja, das ist doch jetzt die beste Gunst, weil der sich entschuldigt hat, der hatte irgendwie tut ihm leid. Hat er schlechtes Gewissen, meinen Sie? Ja. Fahren Sie dahin, gehen Sie hin. Fragen Sie schon mal. Ich kann Sie doch nicht allein lassen. Doch, ich putze auch schon alleine, das ist kein Thema. Hauptsache, Sie kommen gut mit Ihrem Kopf wieder klar. Aber dann, ja. Fragen Sie einfach. Meinen Sie? Ja, natürlich, gehen Sie einfach fragen. Wenn der sagt, bewerben Sie sich, dann machen Sie das. Oh, ich muss da hinten ja lang. Oh, ich kann jetzt nicht Einbahnstraße fahren. Nee, dürfen Sie nicht. Hallischer Adel. Alles fit? Hallischer Adel.
Herr Schmucker, also jetzt mal unter uns. Was glauben Sie, was eigentlich Elefanten so essen? Ja, Bananen. Aber ich dachte, Affen essen Bananen. Auch? Warum? Ja, weil die Überlegung da war, ob Elefanten vielleicht Zebras essen. Wieso? Wieso sollen denn Elefanten Zebras essen? Elefanten sollen angeblich laut Schmugel sollen Elefanten Pflanzen essen. Ja. Was essen Zebras? Pflanzen. Ja. Vielleicht hat der Elefant in gewisser Weise ja manchmal auch ein bisschen Lust auf so einen Pflanzentaco. Ja. Der war richtig gut. Nee, das ist ja eine Überlegung. Ich frage mich das ja. Die haben ja auch so einen Rüssel, dann machen die das wie so eine Schlange. Die nehmen den dann um den Bauch, dann erwürgen die und dann nimmt er den ins Maul. Also, so wie sie das Ding bei ihrem Freund. Ja, richtig, bei dem ja. Ja, bei dem kam, das würde ich bei der Polizei aber jetzt nicht sagen, dass sie einen Freund haben, ne? Wieso? Erstmal nicht, erst wenn sie eingestellt sind. Ja, das könnte... Ich habe da schon ganz komische Sachen hier gehört. Wo ist denn der? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist er gerade weggefahren. HM, grüß dich. Na? Dobermann, alles fit? Dobermännchen. Der kommt gleich, der ist auf Streife. Aber meinen Sie, dass der Begriff Streife auch wieder von Zebras kommt? Das könnte sein. Auf Streife? Vielleicht, das war eher so auf Streifen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit so, ja. Ha, ist ja wie der Zebrastreifen, das muss ja auch irgendwo herkommen, ne? Ja, der muss ja auch irgendwie auf... Ja, richtig, deswegen. Wie kommt der Zebrastreifen auf die Straße? Ja. Durch ein Zebra, was sie da platt machen. Das wurde überfahren wahrscheinlich. Ja. Das und dann so ausgerollt, wie so ein Rollrasen. Kommt der jetzt wieder? Ja, der soll angeblich gleich kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Der Herr Walter hat gesagt, wir sollen uns setzen. Der Herr was? Walter. Ist er schon wieder Polizist? Ja, da steht er doch. Ach du Heiland. Sie haben doch selber gesagt, dass er wieder Polizist ist. Ja, ich dachte aber nicht so schnell. Ich dachte, er wollte erst reden noch. Jetzt gibt's bald wieder Sodom und Gomorra. Meinen Sie, das liegt an ihm? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Nee. Wollen Sie auch einen Kaffee? Ja, sehr gerne. Dankeschön. Bitteschön. Komm, dann machen wir draußen. Ja, das machen wir. Besser. Ach ja. Und schmeckt gut? Ja, es ist schon eine ziemliche Brühe. Ja, glaube ich. Aber wieso trinken Sie denn keinen? Warum ich was? Wieso Sie keinen trinken? Ne, Kaffee ist Koffein. Kaffee ist Koffein. Hallo. Ja, und? Von Koffein kann ich nicht schlafen. Aber da können Sie gut auf die Toilette für. Wie? Also ich merke das bei mir zumindest immer wenn ich Kaffee trinke, dann ist es so hintenrum. Das drückt. Ach, das mache ich morgens immer. KKK, ne? Die 3K. Ja, Kaffee, Kippen, Kacken. Richtig, genau das. Ja. Ja. Ich spare mir immer die Kippe. Also, das stimmt, Sie rauchen ja gar nicht, ne? Nö. Gucken Sie mal, da können Sie in die Wohnzimmer reingucken von den Leuten da gegenüber. Was schauen die denn? Ich sehe da aber keinen.
Ich könnte um diese Uhrzeit dann im Fernsehen kommen. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Lindenstraße. Ja, wahrscheinlich. Ich würde Ihnen das wünschen, dass Sie Polizist werden können. Ach, ja, das ist ja lieb, Herr Schmuck, aber dann sind Sie ja wieder alleine. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich war schon oft alleine, das ist nicht schlimm. Och, Sie machen mir das nicht Ich habe ja noch die Anna. Wer kommt? Ja. Da ist das Neumann. Nee, wo viel mehr als besser aussehen kann, das ist doch. Wer ist das nochmal? Der, komme ich nicht auf den Namen. Das ist der Weber, oder? Weber, ja, richtig. Jetzt ist der auch? Wird ist der auch wieder kommt? Polizist? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Wollten Sie schon immer Polizist werden? Ja. Also ich immer, ja, ich muss, wissen Sie, es gibt so viele Arschlochpolizisten und ich habe auch immer schon Gerechtigkeitssinn und so und ich möchte einfach nicht, dass dieser Staat hier von so Arschlöchern regiert wird. Und Sie wären kein Arschlochpolizist. Nein. Ich würde nicht zu Sie sagen, wenn Sie da hinkommen, ey Putze, verzieh dich. Ich würde sagen, hallo Herr Schmuck, ja, freut mich. Das stimmt. Ja, ich würde Ihnen das gönnen. Ne? Meinen Sie denn, die schaffen die Prüfung und die Grundausbildung oder so? Das weiß ich noch. Also, ja, aber ich sag mal so bei aller Liebe, selbst dieser Herr, wie heißt der nochmal, Morgan? Weber hieß der, glaube ich. Ja, ich bin ja. Hier. Selbst der hat das geschafft. Selbst der hat das geschafft. Was habe ich geschafft? Sie sind Polizist mal gewesen geworden. Ja, ist richtig. Ja. Sind Sie auch wieder Polizist, Herr Weber? Ich bin dran, sagen Sie so. Tatsächlich? Hm. Das ist ja nicht schlecht. Na, gut sehen Sie aus. Dankeschön. Ebenso, wie läuft die Arbeit bei Ihnen? Ja, muss. Okay. Ja, dann viel Glück, dass Sie auch wieder Polizist werden. Na, ich habe vielleicht tatsächlich etwas Glück, weil der Chief ist da etwas anders strukturiert. Er sagt halt, ich bin zwischen zwei Fronten geraten. Zwischen was sind Sie geraten? Zwischen zwei Parteien. Parteien. Ja, ich weiß noch nicht, wen ich wähle hier in der Stadt. Muss ich mal gucken. Wen wollen ja, Sie denn wählen? Van der Kaas auf jeden Fall. Van der Kaas. Ja. Ich habe hier noch gar keinen Politiker. Ist doch egal. Wer ist einer? Haben Sie jetzt auch Gespräch? Ich glaube schon. Ja. Der ist auf Streife, hat man mir gesagt. Achso, ja, dann werde ich mal wie ein Hund da drin und hoffe, dass er kommt. Ja. Da dringend ist dicke Luft. Echt? Ja. Scheiße. Ja. Danke für den Hinweis. Setzen Sie sich doch hin, Herr Kleber. Setzen Sie sich doch hin. Herr Weid? Der ist Kleber, oder? Weber. Der heißt Herr Weber. Ja. Sie haben aber auch Beulen. Ich habe überall Beulen, ja. Ja, sehe ich gerade. Wow. Sind Sie eigentlich verheiratet? Nee. Haben Sie eine Freundin? Nee. Sind Sie der Lover von Holland? Nee. Ich habe gesagt, das war jemand mit einer Schlange. Ja, wer weiß, was der für eine Schlange hat. Weiß man gar nicht. Willst du herausfinden? Nee, ich nicht, aber der Holland, der hat mich jetzt einen Freund seit heute. Was? Simmons oder was? Hallo. Was für Simmons? Na, okay, dann nicht. Wer ist Simmons? Einer aus dem Krankenhaus. Also, netter, sympathischer Herr. Darf ich mit meinem dicken Zeh mal den kurz bewegen? Nicht, dass Sie irgendwas denken oder so, ne? Machen Sie mal. Na, okay. Spüren Sie das? Tatsächlich? Ja, ekelhaft. Bah. Aber nicht ins Pipiloch rein. Ist das fies. Ja. Jetzt krieg ich Hämorrhoiden, wenn ich so sitzen bleib. Die habe ich schon. Ist so angenehm, hatte ich auch mal. Gibt's gute Salben? Ja, weiß ich. Ich habe noch Salbe. Möchten Sie auch was? Ja, geben Sie mal zur Sicherheit, klar. Ja, bitteschön. Dankeschön. Oder willst du, oder? Ich komme so schlecht ran. Nee, ich hab da überwärts schnell hin. Widerlich. Ihr habt doch Zangen bestimmt als Hausmeistertätigkeit, oder? Zangen? Ja, da kann man die vielleicht ein bisschen platzen lassen. Oder so. Ich gehe mal kurz rein. Wow. Guck mal, der Herr Landsberger hat jetzt auch einen Freund.
Hat der gesagt, platzen lassen? Ja. So. Ist das ekelhaft. Herrschaften. Ist das Ihr neuer bester Freund, Herr Landsberger? Würdet ihr bitte aufstehen? Warum? Ja. Bitte nicht vom PD rumlungern. Wie lungern? Wir lungern doch gar nicht. Wir warten auf Gespräch. Ich werde den Tiefkühlampfung. Sonst nimmt drinnen Platz, was soll ich da hinten hin? Okay? Ich habe Sie nicht verstanden. Nochmal bitte. Entschuldigen Sie mich, ich habe genuschelt. Machen Sie das nochmal, ich werde nochmal hören. Sie verschlucken ja die Wörter. Sind Sie aufgeregt, Herr Landsberger? Ja, ich bin aufgeregt, komplett. Warum sind Sie denn so aufgeregt? Würden Sie bitte dabei Platz nehmen oder da unten warten bei der Bank? Nee, weil... reden Sie ordentlich, so wie immer. Was? Ich rede wie immer. Sollt ihr auf meinen österreichischen Dialekt reden oder was? Nee, Sie verschlucken immer die Wörter. Da verstehe ich. Ja, weil ich sehr viel nuschel. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, ich weiß. Ja, wir warten da unten am Bürgersteig. Ja, aber nicht drum sitzen, ne? Ja. Warum? Ihr könnt euch ja so anlehnen und so. Der Herr Van der Kast kann das. Bum, bum, bau und so. Der Herr Van der Herr Holland möchte zur Polizei. Herr Landsberger? Mhm. Ja. Der packt gerade sein Auto ein, der kommt gerade. Ja, was? Der Chief kommt gerade. Ja, dann warten Sie da oben. Gehen Sie nach oben, ich warte hier unten. Wieso darf man denn hier nicht sitzen? Ich dachte wohl hier sitzen, oder? Smoker darf das. So. Mopista, Vogel. Mopista, danke schön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, du Vogel. Der Mopista. Ich finde das schön bei ihm, wenn er so nuschelt, ne? Du verstehst ja eigentlich gar nichts, ne? Machst dann immer wie im Real Life, ne? Ja, nee, hast du recht, auf jeden Fall. Stimme ich dir zu, ja? Nur das Problem ist dann, wenn die Frage aufkommt, obwohl du verstehst es ja gar nicht, wenn der fragen würde, was habe ich gesagt? Aber du verstehst es ja eh nicht, immer ein Dicken. Ja, ja. Desa grüßt dich. Batasta, alles fit? Das ist doch kein Rumlungern, ich sitze hier. Ach, könnte der Nächste, gehen Sie weg. Sir? Entschuldigung, Sir? Ja, bitte? Ja. Kann man Ihnen helfen? Ja, nee, nehmen Sie lieber einen Hustenbon. Helfen Sie sich erstmal selber. Ja, was kann ich für Sie tun? Was macht er? Entschuldigung, Sir. Ja, kein Problem. Einmal äußern hilft. Kann man Ihnen helfen? Nee, ich warte auf den Herrn Holland. Der ist da irgendwie da bei der Polizei zum Gespräch oder so. Ah, in Ordnung. Ich warte auf den. Das müsste eigentlich gleich schon wieder rauskommen. Gut, wunderbar. Ja. Dann noch einen schönen Abend. Ja, auch so. Tschö. Tschüss. Ach ja. Copper Kabinett. Dankeschön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support, mein Freund. Dankeschön. Ballert mal lieber raus für den Kabinett. Vielen Dank. Sonja, grüß dich, wie geht's dir? Paul Blue, Gerrit, wie lange machst du noch? Normalerweise 24 Uhr, aber normalerweise. Mal gucken, wenn irgendwas Weltbewegendes passieren würde, dann vielleicht länger. Oh, schöne Schuhe, die sind auch geil.
Der ist schon drinne, oder? Oder sitzt er da vorne? Nee, der sitzt da vorne. Latzhose, ne? Nackte Arme. Ja, Holland sitzt da gegenüber vom Getränkeautomaten. Müssen wir warten. Ich würde es ihm gönnen. Ich würde es ihm gönnen. Der wollte schon immer zur Polizei. Er ist damals durch Blödsinn, ist er halt nicht genommen worden. Aber gut. Hast du mal was von Amis gehört? Ja, haben wir. Toto und ich, ja. Jonas, grüß dich. Wie geht's dir, du Vogel? Ach, der Smoker. Ach, Sonja, wie ist es? Schlaf gut, Wuxi. Liebe Grüße an die Familie. Liebe Grüße zurück an die, in deine Familie. Sanji, dankeschön. Was ist mit Herrn Neumann? Was soll mit dem sein? Der wird wahrscheinlich auch schon wieder Polizist sein. Ach, was jetzt alles Nachrichten, Chris, von auf dem mobilen Netzanbieter hier. Wegen hier dem 25.05. Wegen diesem neuen Datenschutzgesetz oder was das ist, ne? Die Herrlichkeit grüßt dich. Dann muss der Smoker sich ja alleine durchschlagen. Ja, ich denke mal, wenn... Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was ist denn da? Glaube ich gerade platt gefahren. Olaf. Oh, verdammt, Scheiße. Hallo, jetzt hinten. Hey, was kommt der auch mit Maffenzahn hier angebraust? Na, guten Tag. Olaf, Alter. Hat dann einer geklippt? RTW vorbeischicken. Smoker? Danke. Tschüss. Smoker? Ja, der wurde gerade erwischt von einem Streifenwagen. Irgendwie. Welcher Anfall? Scheiße. Ja. Oh. Vielleicht wollte nur was zu treten, dann geht's ihm gleich wieder gut. Was sagt der Olaf? Schwächeanfall? Krankenwagen ist schon informiert. Alter. Scheiße, Mann. Smoker, wach auf. Hallo. Gerrit. Gary. Die Medics kommen, Smoker. Alles wird gut. Du solltest nicht mehr so oft am Kleber stüffeln, wo du das immer sagst. Schwächeanfall. Der hat so ein Problem in letzter Zeit, der schnüffelt immer einen Kleber. Der ist ja, der arbeitet als Hausmeisterdienst, weißt du? Was hat das damit Kleber zu tun? Naja, der hat letztens gesagt, der ist so high, dass er nicht mal weiß, wie er heißt. Da habe ich ihn im Stadtpark getroffen. Das stimmt gar nicht, Alter, aber der zählt immer eine Scheiße wieder. Der schnüffelt immer am Kleber. Bitte? Schreibe 2. Der labert eine Scheiße, ey. Tja. Ja, tja. Metzius, dankeschön für 2 Monate. Ach, Herr Smoker. Ach, Herrn, das geht. Nehmen Sie mal einen Hustenbonbon. Vielen, vielen Dank für den Resub, Metzius. Dankeschön. So, jetzt schicke ich dem WhatsApp alles Fuckfinger. Och, Herr. Und der Herr ist auf einmal umgekippt. Ich glaube, er hatte irgendwie einen Schwächeranfall oder so. Ja. Okay, aber kein Fremdenwirken. Also ist nicht von irgendwem getroffen worden oder Unfall oder sowas. Ist der Smoker, oder? Ja. Ein Kollege hat behauptet, hier wäre noch ein Auto gewesen, das wäre wohl, ne? Herr Smoker! Oh. Hallo! Herr Smoker, setzen Sie sich mal kurz hin, bitte. Alles so. Was ist denn passiert, Herr Smoker? Weiß ich nicht ganz genau. Keine Ahnung, ich habe nur einen Polizeiwagen da angefahren,
gekommen und dann lag ich hier. Keine Ahnung. Okay, hat er sie getroffen? Haben sie irgendwo Schmerzen? Ich, oder? Ja, mir tut alles weh. Und was am meisten? Mein Kopf. Okay. Hat er vorher schon weh getan oder erst hier seit jetzt? Nee, seit gerade. Hm. Wollen Sie was zu trinken? Wo kommst du denn her? Steh doch hier. Ich kam hier mit meinem Auto, hab hier geparkt und dann hab ich dich hier liegen sehen. Du warst das. Wie ich war, das hab ich doch ganz normal eingeparkt. Olaf. Ja. Das was zu trinken, essen oder so? Nee, will ich nicht. Das tut richtig weh auf meinem Kopf und in meinem Kopf. Lass uns mich mal gucken. Was läuft da aus meinem Ohr? Was ist das? Ist das nicht. Blut? Nee. Ist glaube ich Marmelade. Was? Marmelade. Tut da was weh, wenn ich hier drücke? Am Kopf? Ja, da, ja. Das tut weh. Da an der Schläfe? Ja, nicht so fest, bitte. Ich hab gar nicht festgedrückt. War ganz leicht. Ne. Gut, was tut denn noch weh? Und meine Schulter und mein linker Arm. Okay. Heben Sie mal beide Arme hoch. Geht das ohne Schmerzen? Ne. Wahnsinn mal. Wahnsinn. Ne. Nee, den linken krieg ich gar nicht hoch. Und der rechte geht ganz normal. Okay, geht nicht, weil Schmerzen oder geht nicht, weil es irgendwie blockiert? Weil das weh tut. Weil es weh tut, okay. Nicht, weil die Jacke zu eng ist. Ja, okay. Hüfte, Beine, irgendwas? Nee, nur meine Schulter, mein Arm, mein Kopf. Okay. Jo, dann müssten wir wirklich mal rennen. Müssten wir mitfahren mit uns, ne? Oder mit mir? Ja. Können Sie mich stützen, bitte? Ja, natürlich. Ja. Wo haben Sie den Kranken? Oh, da. Genau, ja. Da hinten, genau. Hinten ja. Einsteigen, bitte? Ja. Moment, ich kurz, muss kurz noch aufsperren vorher. Ja. Gute Besserung. Olaf, ich rufe dich an. Okay. Oh. So. Er hat ja nochmal eingepackt, der Olaf, ne? Muss man ja auch wieder sagen. Gauner Royal, Schlafjud, 1-2 Bier, wie geht's dir? Only Sarah auch, Herr. So, wie sieht's aus, Kammer? Was? Was meinen Sie? Was? Sind Sie soweit? Sind Sie soweit? Kann ich losfahren? Ich? Ja, ob Sie soweit sind, ob ich losfahren kann. Ja, aber ich fahre doch gar nicht, ich sitze da hinten drin. Ob Sie soweit sind, ob ich losfahren kann, ob Sie sicher sitzen, sich angeschnallt haben und so weiter. Das haben Sie doch überprüft, bevor Sie nach vorne gegangen sind, oder? Nein, deswegen frage ich Sie. Nee, ich bin nicht angeschnallt. Dann bitte anschnallen. Wie geht das? Das sind so komische Gurte hier. Das sind Beckengurte. Einfach einmal ums Becken rum und auf der anderen Seite einrasten. Na, hab ich. Super. Bruno, was hast du dir geschrieben, du Vogel? Sind schwindelig oder schlecht oder sowas? Nur ein bisschen schwindelig. Schlecht ist mir nicht. Das ist sehr gut. Was, dass mir schwindelig ist? Nein, dass er mir schlecht ist. Also. Nash, danke schön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Hat Sie der Krankenwagen jetzt, Quatsch, das Polizeiauto jetzt getroffen oder nicht? Was meinen Sie? Ich kann Ihnen das nicht sagen, ich weiß das nicht. Ich habe nur gesehen, dass wohl jetzt der Olaf hat da irgendwie kam angefahren und mehr weiß ich nicht mehr. Okay, weil er sagt, er hat sie nicht getroffen. Ich glaube, dem kann man das glauben, oder? Sie kennen sie ja privat. Semme, schlaf gut.
Chocolate Warfare, du Vogel, alles fit? So. Sie helfen mir wieder raus, ne? Sie helfen mir wieder raus, ne? Vorsichtig, langsam. Dankeschön. Einfach aufstützen. Ja. Und dann gehen wir langsam zum Aufzug, ne? Den Aufzug einsteigen. So. Super. Ich hab verletzt nicht gefunden. Wow, Balderich. Fabiana. So. Dann bitte einmal auf dem Stuhl Platz nehmen. Auf welchem Stuhl? Auf welchen von denen? Vordersten gleich links. Gut, ich bin sofort wieder bei Ihnen, ja? So. Ha, Matt, grüß ich, ne? Tobias Schröder, wie geht's dir? Tobias. Gerrit, halt die Taschen auf, dein Loot ist. So, erstmal, dann lass uns mich mal sehen. Wenn Sie den Hut mal bitte abmachen würden. Ja, habe ich. Okay. Bukolb, dankeschön so. Für den Zap. Vielen, also vielen Dank. Wir haben eine ganz schöne Beule, ne? Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Hilfe. Ja, aber nicht wieder so rumdrücken, das tut weh. Ich drücke gar nicht mehr um mich. Nee, ich habe nicht, dass Sie das gleich machen. Nein, keine Sorge. Ich weiß ja, dass weh tut. Ich hole jetzt mal was zum Kühlen erstmal. Das können Sie dran halten. Dann wächst die Beule schon mal nicht mehr. Nein, ich sagte nicht, ich hole was Kühles, sondern ich hole was zum Kühlen. Ja. Ja, fühlen möchte ich auch gleich mal. Es wird eine Unterredung geben, Olaf im Keller. Ach ja, nein. Gerrit, das Einhor. Forum hier. So, bitte sehr. Ja. Einfach dran halten, ne? Ja, mach ich. Nicht so fest drücken, sonst tut's weh. Mhm. Okay, und dann helfe ich Ihnen mal aus dem Oberteil raus, weil die Schulter müsste ich mir nochmal genauer angucken. Ja, so. Ja. Okay. Einmal den gesunden Arm raus. Links war nicht Schmerzen, ne? Von mir aus gesehen ist links, kann ich nicht bewegen. Okay. Dann erstmal den rechten Arm raus und dann ja, über den bitte Kopf. Schön, hier ist rechts. Und dann über den Kopf. Ja. So, und dann vorsichtig den linken Arm auch hinterher. Ja. Aua. Das ja, tut weh. Wenn ich den Arm bewege, ne? Ja. Hm. Sind Sie der einzige Doktor hier? Eine Kollegin wäre noch da, beziehungsweise zwei. Oh. So. Ja, besser, Helmut. Dankeschön. Danke. Gut. Ich helfe Ihnen jetzt mal auf die Liege hoch und würde dann gerne ein Röntgenbild von Schulter und Kopf machen. Welche Liege? Die. Das ist ein Tisch. Ja, Tisch, Liege, Untersuchungstisch, wie auch immer man das nennt. Das ist ein Totentisch. Das ist kein Totentisch. Das ist ein Podologentisch. Nee, Quatsch. Natürlich, hier werden die Toten mit Messer gemessert, aufgemacht. Nein, das ist eine andere Abteilung, das ist die Pathologie. Also. Die ist da ganz hinten. Ja, dann müssen Sie mir mal hochhelfen, bitte, ja? Ja, klar, stützen Sie einfach auf mich auf. Ja.
Und dann rüberrollen, genau. Super. Und da hinlegen bitte. Super. Geht so? Ja, das ist gut, danke schön. Prima, jetzt bitte kurz. Also warten Sie mal, Sie kriegen noch eine Röntgenschütze erstmal. Ja. So, das ist eine Bleischürze, die legen Sie sich bitte um die Hüfte. Haben Sie noch irgendwelche Kettchen, Körperschmuck, Ohrringe, sowas? Ja, habe ich. Müssten wir noch wegmachen, bitte. Nee, ich kann. Wie? Nee, ich kann da. Da. Mich interessieren Sachen, die im Bereich der Schulter und des Kopfes sind. Ah, okay. Also Bauchnabelpiercing oder andere Sachen, die sind uninteressant. Ja. Nee, dann nicht. Dann nicht, alles klar. Gut, nicht bewegen, ich mache zwei Bilder und dann bin ich wieder da. Ja. Was ist der Fußpilz der Strahl? Du bist eine Sau. Mir geht's gut, Einhornfee. Und wie geht's dir? Clooney, nein, nein. Bi, 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 bi. Was? Kopfschmerzen weg, lieber Gerrit? Was? Och, Herr. Ach so, wegen meinen Kopfschmerzen. Ich denke gerade wegen Smoker. Ja, sind weg. Zwei Aspirin und Novalgin-Tropfen. Olaf hat einfach Angst um seinen Job. Was? Ach Quatsch. Blödsinn. Ich muss nachher noch einkaufen, also morgen. Ich hab keinen Bock drauf. Ist er schon fertig mit Röntgen? Schmoker. Ja, guten Tag, wo sind Sie denn? Im Krankenhaus. Wie, Sie sind im Krankenhaus? Ja, irgendwas ist mit mir passiert da am Baum bei der Polizei. Also, ich komm schnell. Ja. Bis gleich. Was geht denn da ab? Ach du Scheiße, echt? Gute Besserung, Einhornfee. Mittelfuß ist geprellt. Ja, sei froh, dass aber nicht gebrochen ist, wa? So viele kleine. Gute Besserung. Kommt hier. Oh. Oh. Wobei ich die Patientin eigentlich die letzten Tage behandelt habe. Ich sollte da vielleicht dann relativ bald rübergehen, ja. Ja. Herr Smoker, schönen guten Abend. Der Kollege hat mir mitgeteilt, dass Ihre Schulter ausgerenkt ist. Das heißt, ich würde Ihnen die jetzt kurz wieder einrenken. Hattest du dem Herrn Smoker schon Schmerzmittel gegeben? Wer sind Sie denn? Er hat noch gar nichts bekommen. Ich bin Frau Dr. Schröder. Schönen guten Abend. Ah, hallo Frau Schröder. Gut. Komm sofort, ne? Ich sag kurz noch Bescheid. Oh Gott, Spalte. Ja. Ist das denn von den Schmerzen her erträglich, Herr Smoker? Nee, ist gar nicht. Ich habe da nichts getragen. Da tut weh. Wie doll tut's denn weh? Wie doll tut's denn weh? Ja, tut's jetzt ein bisschen weh, tut's. Nee, tut richtig weh. Richtig weh, okay. Ja. Dann wollte ich Ihnen mal ein Schmerzmittel. Ja. Also wir Ihnen da ein bisschen Linderung verschaffen und dann renken wir Ihnen die Schulter ein. Ich bin sofort wieder da. Ist das Frau Hopfner? Nein. Ist das Frau Schröder? Ist das nicht Frau Hopfner? Das ist Frau Schröder. Wow, Jan. Auf dem Markt? Okay. Nö, ich kann es nochmal wieder Aldi, wa? Wie jedes Wochenende. Immer bei Aldi. Ist noch ein bisschen Wasser dabei?
Warte, habe ich? Wasser oder was zu trinken? Also kein Alkohol? Nee, habe ich nicht. Moment, dann gebe ich Ihnen hier mal eine kleine Wasserflasche. Sind Sie neu hier im Krankenhaus? Nee, bin ich nicht. Sind Sie schon lange hier? Ja. So, und dann gebe ich Ihnen hier nochmal die Schmerztablette dazu. So, dann können Sie die mit dem Wasser zusammen einnehmen. Ja. Muss ich mich wieder hinlegen? Am besten hinsetzen. Okay, sehr schön. Ein Bild habe ich gemacht, es ist nichts gebrochen dabei, es ist tatsächlich ausgekugelt. Ja, okay, dann gehe ich hier einmal mit. Und zwar nach innen. Nach innen. Christo Vogel, Dankeschön für 100 Bits, ja? vielen Dank für den Support. So, jetzt mal rein. Ich werde jetzt gleich den einen Arm hier auf die Schulter legen und den anderen da und dann... Soll ich Sie vorwarnen, bevor ich die wieder einrenke, oder möchten Sie sich überraschen lassen? Das wird kurz wehtun. Kriege ich dann Geschenke, wenn ich mich überraschen lasse? Sie kriegen einen Lutscher, wenn Sie möchten. Was kann ich mal? Was? Sie kriegen einen Lutscher, wenn Sie ich möchten. Ich kriege einen Lutscher. Mhm. Warte ein schon im Park heute. Ja, okay, nehme ich noch einen. Okay. Heißt, ich werde gleich mit einem Ruck das Ganze wieder einrenken. Hey, tut das weh? Das wird kurz wehtun. Nee, ja. Dann will ich das nicht. Dann will ich das nicht. Das tut bestimmt sehr weh, ne? Aber danach tut es dann gar nicht mehr weh. Danach tut es gar nicht mehr weh. Ja, dann ist es jetzt nur ein kurzer Moment, wo es wehtut. Wenn es irgendwie unangenehm ist, das wird kurz knacken, aber wenn ich es wieder einrenke. Und danach ist es dann aber wieder besser. Oh. Kann ich Vollnarkose haben? Nee, das Risiko von einer Vollnarkose ist da zu groß dafür, dass, was wir jetzt hier gleich machen. Oh, Mama, Papa. Ja. Also Sie haben jetzt wirklich Schmerztablette denn jetzt schon? Sind die Schmerzen schon besser? Klein bisschen. Passen Sie auf, okay. Okay, Sie machen jetzt einfach, ja? Ich krieg einen Notruf. Wilmo, bist du soweit? Nee, ich krieg einen Notruf. Okay. Tief ein- und ausatmen. Und. So. Gut. Alles in Ordnung, Herr Schmoker? Oh. Versuchen Sie mal vorsichtig, den Arm und den Schulter zu bewegen. Das tut noch weh, aber geht. Okay. Können Sie den dann einmal auch ausstrecken in eine Richtung? Wen? Moment, ich nehme den Arm. Kann ich aufstehen? Ja, Sie können auch aufstehen. Langsam und vorsichtig. Brauchen Sie Hilfe? Wobei? Beim Runterkommen vom Tisch? Ja, bitte. Moment, dann schütze ich da mal kurz. So. Ja. Gut, dann einmal kurz den Arm locker lassen. Ich werde den jetzt einmal nochmal bewegen in alle Richtung. Aber sagen Sie bitte Bescheid, wenn es weh tut. Das tut noch ein bisschen weh, alles. Ja. Das wird aber gleich besser werden. Ich kann Ihnen ansonsten nochmal eine Schmerztablette mitgeben. Ja. Aber es dürfte jetzt schon nicht mehr so doll wehtun wie vorhin. Und Sie müssen ihn jetzt auch wieder in alle Richtungen bewegen können. Ja. Genau, schön über den Kopf, genau. Ja, sehr schön. Gut, dann gebe ich Ihnen hier nochmal eine Schmerztablette. Ich habe hier früher auch mal gearbeitet. Ich weiß. Woher wissen Sie das denn? Schön. Danke. Woher wissen Sie das denn? Ich kenne sie gar nicht. Ich auch gearbeitet habe. Schröder kenne ich nicht. Schröder. Ja. Nee. Herr Smocker, soll ich Ihnen, ich kann Ihnen ansonsten die Schulter noch ein bisschen mit Salbe eincremen? Ja, das wäre ein bisschen nett. Hoch, da vorne kommt ein Mann, wo kommt der noch hin? Entschuldigung, wir brauchen dringend von dem Schusshund hier eingeliefert. Mein Kollege kümmert sich drum.
So, dann einmal bitte kurz, ich mache Ihnen das Shirt hier ein bisschen zur Seite und dann kann ich da noch ein bisschen Creme drauf. Oh, Sie haben aber kalte Finger. Das ist die Creme, tut mir leid. Also. Schmute Vogel. So. Alter, habt ihr das gehört, wie das geknackt hat? Was hat die mit mir gemacht? Gut. Hat sie sonst noch Beschwerden? Tut Ihnen noch irgendwas weh? Nee, nur so allgemein ist mir noch ein bisschen schummrig. Schummrig? Wollen Sie sich noch mal hinsetzen und noch mal kurz ausruhen? Nee, nee. Sie sind sehr nett, ne? Dankeschön. Ja. Schöne Haare haben Sie. Vielen Dank, Herr Smoker. Aber ansonsten geht's Ihnen gut. Ist Ihnen irgendwie nicht irgendwie übel oder schwindelig oder? Nee, ein bisschen schummrig vor den Augen. Ein bisschen schummrig. Wollen Sie vielleicht was essen? Ist Ihnen irgendwie. Haben Sie was? Ja. Moment, ich gebe Ihnen hier mal. Kriegen Sie hier mal ein Sandwich von mir. Dankeschön. Und dazu so ein bisschen Traubenzucker. Mit so einem Zucker kriegen Sie ja noch eine Cola. Nee, ich habe hier früher geputzt, Frau Schröder, ne? Ich war hier Hausmeister. Aber die Frau Hopfner, die ist die Chefin hier, die mag mich nicht, hat der Herr Hopfner gesagt. Und darum will die nicht, dass ich hier weiter putze. Das hat der gesagt? Das ist ja interessant. Ja. Hat der Patrick zu mir gesagt, dass sie mich hasst, die Frau Hopfner. Ja. Als Smoker, Ihnen ist aber klar, dass ich das bin. Sie heißt noch Schröder. Ja, ich habe meinen Mädchennamen wieder angenommen nach der Scheidung. Wie Scheidung? Ja, sind Sie schon geschieden? Ja, er wollte die Scheidung, also haben wir uns scheiden lassen. Ja. Schon seit einer Woche? Echt? Mhm. Oh. Ja. Und ich hasse Sie nicht? Nee. Nee. Warum denn auch? Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht. Ich hatte ihr Ex-Mann, ne? Mit dem hatte ich ja gesprochen, weil ich putze ja auch PD und SD und Bennys und sowas alles, ne? Und da hatte ich mit ihm gefragt, ob ich dann vielleicht Krankenhaus auch weiter putzen könnte, weil ich das ja vorher auch gemacht habe und die Klagen kamen. Und da sagte er mir dann eines Tages, dass sie das nicht wollen, so. Das ist aber nichts gegen Sie persönlich. Da hat einfach unser Rechtsbeistand auch, beziehungsweise hier die Kollegen hatten da so ein bisschen Bedenken. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwas gegen Sie hätte oder Sie nicht mögen würde oder Sie hassen würde. Ach so. Oh, ich hab Telefon. Moment, bitteschön. Schmoker. Was machst du Schönes? Ja, ich bin gerade im Krankenhaus. Am Arbeiten oder hast du dich verletzt? Ich hatte mich verletzt, bin ich behandelt worden und jetzt bin ich fertig. Okay. Warum? Willst du was machen? Mit Ihnen? Wow. Nee, ich meine, wie meinen Sie das denn? Ich rufe Sie an, wenn ich hier raus bin. Eine Minute, ja? Ja. Danke. Ja. Geht's Ihnen denn jetzt soweit besser? Ja, geht schon besser. Geht schon besser. Ja, dann entschuldigen Sie, Frau. Wie soll ich denn jetzt sagen? Schröder, Hopfner? Ja, dann, mir geht's schon ein bisschen besser, danke schön. Okay. Wie soll ich denn jetzt nennen? Ist, rufen Sie an. Schröder oder Frau Hopfner? Schröder. Schröder. Okay, ja. Ansonsten, wenn irgendwas ist, rufen Sie an. Ja. Der hat viel geweint, ne? Wer hat viel geweint? Der Patrick. Ja, ich auch. Echt? Ja. Ja, woran hat's denn gelegen, King? Schwierig. Ja, aber das kann ja nicht nur an einem liegen, ne? Nö, da waren wir beide dran schuld. Och, Herr. Meinst du, das wird nicht noch ins J? Wie bitte? Meinen Sie, das wird nicht wieder gut?
Nee. Nee, ne? Nee. Ach ja. Feli, kannst du bitte mal Polizei rufen? Okay. Ich gehe mal vor. Dankeschön für die Hilfe, Frau Schröder. Bitte. Dankeschön, Herr Doktor. Tschüss. Ach ja, ne? Das hat an. Von wem? Was? Von wem? Vom Herr Dr. Eisenbach. Okay, gut. Alles klar. Dann schönen Abend noch. Passen Sie auf sich auf. Ja. Und wie gesagt, ne? Brauchen Sie keinen Scheiß. Nö, nee, sowieso nicht. Kommen Sie, Roland. Tschüss. Tschö. Was haben Sie gemacht, Herr Schmoke? Ich gar nichts. Ich, keine Ahnung. Ich habe gesehen, wie der Olaf eingeparkt hat mit seinem Auto. Da kam angefahren. Und dann lag ich da. Keine Ahnung. Was gab's bei der Polizei jetzt? Ach, einen Scheiß gibt's da. Wieso? Melden Sie sich nochmal in 2 Wochen. Wir nehmen aktuell keine Rekruten an. Oh. Vielleicht, Herr Holland. Wir haben ja einen Hausmeisterservice, ne? Ja. Sollen wir vielleicht undercover arbeiten? Wie? Weil, überlegen Sie mal, wir kriegen... Das müssen wir halt mal gucken, hier haben die Büsche Ohren. Wir kriegen doch alles mit, ne? Ja. Als Detektive oder so. Für die Polizei oder gegen die Polizei? Ja, das ist hier die Frage, ne? Das ist die Frage, ja. Unser Business ist ja Information, ne? Ja. Wir sind ja Informatiker oder so, ne? Fast. Ja. Ja. Dann können wir Informationen verkaufen. Aber dann sind wir illegal, oder? Dann dürfen wir nicht mehr hierbleiben, ne? Ne, ist auch nicht gut. Ja. Aber Detektive. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe das, was Sie meinen. Aber ich weiß nicht, ob das schon in der Praxis funktioniert. Holland und Smoker klären auf. Ja, so Smoker und Partner. Ja. Ja. Ja, müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Ja, ja. Ja. Dann ziehen wir uns auch so Uniformen an. Mhm. Ja. Was haben Sie denn jetzt überhaupt? Ja, ich hatte die Schulter ausgerenkt und eine... Ach so, aber mit dem Kopf Prellung am Kopf. Ah, ja. Gut. Ja. Der Herr Neumann hatte mich angerufen. Augenblick mal. Ich ruf mal zurück. Ne. So. Neumann. Hi. Ja, ich hätte gerne den Herrn Neumann. Ja, bin dran. Ach so. Das ist mein Handy. Ja, Entschuldigung. Herr Neumann, ja. Sie wollten... was? Mein Gott, Herr Smoker. Ich möchte mich doch nur mit Ihnen treffen. Ja, ich auch. Wann? Ja, ich tanke und dann könnte ich kurz zum Krankenhaus kommen, vorne. Vorne, ja. Ja, oder soll ich zum Parkhaus kommen? Ist das egal? Nee, Krankenhaus können wir uns treffen. Hier sind viele Autos. Ja, das Krankenhaus ist... Okay. Da, wo der Haupteingang ist. Ja, Herrgott, nochmal, bis gleich. Tschö. Der ist immer so genervt, der Herr Neumann. Der ist immer so genervt. Will er immer noch Geld von Ihnen? Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist geklärt. Omas Fläumchenkuchen, dankeschön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Wir sollen hier auf den warten. Der ist nur noch tanken und dann kommt er. Herr Löwe, wie geht's dir? Ich bin mal gespannt. Was ist denn hier schon wieder los? Warum ist denn hier Polizei? Schönes Auto, ne? Ja. Ich glaube, das gehört mir. Nee. War das Ihrem Vater? Mein Freund, dachte ich, aber nee. Wie Ihrem Freund? Ach so, der Schokoladenmann. Der Schlangenmann, ja.
Nee, Graf. Da ist Neumann, glaube ich. Nee, das gehört ihm. Nee, da mit dem roten Auto. Mein Resub wurde nicht angezeigt. Mach mal F5 und teilen, bitte. Fehler. Also Browser aktualisieren, dann müsste oben rechts über dem Chat teilen stehen. Hey, na? Ist das dein Wagen? Hallo, Herr Neumann. Nee. Ja. Von wem? Kann ich mir nicht leisten, sowas. Ja, natürlich. Können Sie sich das nicht leisten, das Motor? Was kostet so ein Auto? Keine Ahnung. Ist er von dir? Holland-Typ-Dings? Nein. Hm. Ja, der ist schon schick, du. Er sagt, ihr, dass der rote ist ja ihr Auto, ne? Ja. Na, no, was hat der gekostet nochmal? Der kostet 82,5. 82,5. 82.500 Dollar. Achso, 82.000. Gibt den auch eine schöne Farbe dann? Also ja, klar. Kann man sich aussuchen, ne? Ja, der kommt wohl in schwarz. Also. Aber der hat Importstopp. Der kann momentan leider nicht geliefert werden. Ja. Sind Sie auch wieder bei der Polizei? Nein. Aber demnächst wieder, ne? Eventuell. Ja. Der neue Chief denkt drüber nach, ja. Ja, wir haben auch schon den, wie hieß der eine? Kleber, ne? Haben PD gesehen, der wollte auch fragen gehen. Ja, Klaus Kleber. Weber? Keine Ahnung. Der wollte auch schon fragen. Der Holland war eben auch fragen, ob er Polizei werden kann. Und was haben die gesagt? Schmucker, das müssen sie doch nicht immer überall rum erzählen. Also, ja, aber auch raus, was der gesagt hat. Habt ihr noch ein Arbeitsverhältnis oder seid ihr? Wir haben kann nicht so ein Verhältnis. Ja, nee, Arbeitsverhältnis, aber der Herr Holland hat jetzt einen Freund. Der hat keine Freundin, der hat einen Freund. Mit dem hat er auch ein Verhältnis. Nein, das aber ist der völlig in Ordnung für mich. Ich habe damit kein Problem, du. Fehler, danke schön für 2 Monate. Aber ich habe ihm abgesagt, so einen guten Rekrut wie mich kriegt er nicht. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Okay, und was haben die gesagt? Ja, soll ich mich nochmal in 2 Wochen oder so melden? Toll, dann wenn die meisten keine Rekruten mehr sind. Die sind so ja. bescheuert, ey. Ehrlich. Ja, genau das. Was ist denn daran so schlimm, dass die dann keine Rekruten mehr sind? Weil die dann höher sind als ihr? Oder was? Keine Ahnung, von ihr kannst du sowieso gerade nicht sprechen, du. Ich hab davon gerade, ne? Was nicht im PD. Treiben sie denn jetzt so? Nix. Ja, aber sie müssen doch von irgendwas leben. Sie müssen doch irgendwie Geld verdienen oder so. Ja, Stütze. Wollen sie arbeiten? Kannst mich hier einstellen. Komm, wir gehen jetzt mal aufs Du. So. Du kannst mich hier einstellen. Ja, ich könnte, das stimmt, das könnte ich bei Ihnen. Ja, 500 Dollar. Was? Alle 30 Minuten. Was? Ich arbeite effizient und perfekt. Wie viel? 500. Oh, das kriegt der Herr Holland die ganze Woche über. Oh. Das ist leider wahr. Was zahlst du denn pro 30 Minuten? Wie 30? Über uns wird eine Stunde abgerechnet. Nee, wie zahlst du denn? Was bist du denn von den Lackarmen Verein, hör mal? 150 Dollar eine Stunde. Die Stunde? 150? Ja. Hör mal. Das ist 30. Krieg ich 120 die Stunde, Alter. Ja, das ist 30 mehr als Stütze. Nee, danke. Ja, dann ist ja Konjunktur oder wieder da. Ist schlechte Zeiten, ne? Ja, toll. Ich muss die Firma umstrukturieren, Herr Neumann. Ja, schließen. Nee, Aktiengesellschaft will ich jetzt machen. Ach so. Ja. Kapital ist vorhanden, aber noch kein. Okay, 450 Dollar die Stunde und ich arbeite bei dir. Aber Sie müssen auch putzen und sowas, ne? Und Klo sauber machen. Ja, klar. Das wäre aber unfair dem Herrn Holland gegenüber. Der ist so. Ich bin auch ein paar eine Schnauze, wenn er sich beschwert. Ich bin großzügig. Der ist immer so fleißig und alles. Ich hab gesagt, nicht beschweren!
So, also $450. Arbeitsstunden, ne? Ja, was denn sonst? Ja, nicht, dass sie dann ankommen, hey, ich habe heute Morgen um 8 Uhr schon angefangen, bis um 23 Uhr durch. Ja, wieso denn nicht? Wenn ich so viel zu putzen habe, habe ich so viel zu putzen. Nee, wir haben feste Aufträge an Neumann. Feste Aufträge? Ja, dann mache ich mir selber Aufträge, ist doch super. Hör mal, ich bringe deine Firma richtig nach vorne, ey. Sie auch? Erzähl jedem, wo ich gerade arbeite und so. Sie auch? Das wird der Knaller. Wahnsinn. Der Walter hat dann auch vor. Ist ja, ja? Unglaublich, ja. Der möchte eine Beteiligung an der Firma haben. Bezahlst du mich dann oder kriege ich das automatisch auf mein Konto? Wenn ich sie einstelle und sie für mich arbeiten, kriegen sie Cash in Tash von mich. Moment, das ist keiner. Nee, man kriegt $0 Gehalt. Ja gut, bei mir ist halt der Unterschied, wenn du mich verarschst, bringe ich dich um. Ja, aber so viel kann ich nicht zahlen, so viel verdiene ich ja selber noch nicht mal. Wir sind ja noch ein kleines Unternehmen. Ich glaube, du machst ganz schön viel Schmuh, ne? $5,000, damit ich das keinem erzähle. Was machst du? Ich hab so ein paar Kontakte ins PD. Schmuh? Was ist denn Schmuh? Ja, ganz schön viel Scheiße machst du. Hey, wir machen immer sauber. Ne, Holland, alles richtig und perfekt. Putzi, sauber. Putzi, sauber. No parking hier. Putzi. Alles schön. Ja. Herr Neumann, das ist zu viel Geld, das kann ich wirklich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Ich habe jetzt gespendet an Sozialverein hier in Los Santos. Ja, ich bin auch ein Sozialfall hier. Nee, spende mir da was. Sie haben ein schönes Auto, sie brauchen keine Spende. Ach so, okay, weil der von Luft und Liebe fährt. Gucken Sie mal, ich habe noch nicht mal ein richtiges Auto, ich habe ein Fahrrad, weil ich Geld spare. Du hast den Grünen da drüben. Das ist ein richtiges Auto. Ja, das ist ein Firmenwagen. Der gehört mir ja nicht, der ist geleast. Ja, und? Du hast aber ein Auto. Ja, das ist von ihm. Ich nicht. Von ihm ist das. Wie, Sie haben doch Ihren roten. Wo? Hä? Da. Da steht er doch. Echt? Ist doch Ihr Auto, oder nicht? Ah, ja, den habe ich hinter dem Polizeiwagen gar nicht gesehen. Stimmt. Also, Sie glauben auch, ich bin doof, ne? Ja, nein. Bin ich aber nicht. Ne. Ja, was haben Sie denn jetzt noch vorgehabt? Weiß ich nicht. Ich hatte nichts vor. Ich wollte einfach nur Hallo sagen. Also, ja, dann müssen Sie auch ordentlich immer bleiben, ne? Wenn Sie ja wieder zur Polizei wollen. Das ist so korrekt, ja. Ne. Aber wieso ziehst du denn deine Mitarbeiter andauernd so ab? Das ist ja unfassbar. Das ist ja illegal, was du machst. Ja, so. Oder nicht? Nee, wieso illegal? Das richtet sich nach Einnahmen. Wir haben ja nicht viele Einnahmen. Noch nicht viele Kunden. Wie viele Kunden haben wir? 4, ne? Oder 5? 4 Kunden. PDSD. In ganz Los Santos. Bennys. 4 Kunden bis jetzt, ja. Ja, die Leute wollen doch nicht richtig zahlen. Obwohl der eine Mann hat sich gar nicht mehr gemeldet. Haben Sie noch die Nummer von dem, der mit der, wo man die Wohnungen sauber machen sollte? So ein komischer Typ. Nee. Wohnungen? Ja, Wohnungen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, gar nicht. Wir räumen wohl nicht auf, der hat viel Geld, hat so ein Blonder war das, blonde Haare. Nee, das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Das war doch unten bei dem Drivers Paradies, da haben wir den getroffen. Ja, genau. Mit der Frau Annabel zusammen. Das ist korrekt, ja. Ja. Nee, habe ich keine Ahnung. Nie wieder gesehen. Ja. Haben Sie sich denn gut erholt, Herr Neumann? Von was? Wo Sie da so viel getrunken haben. Wann habe ich denn viel getrunken? Wann war das? Vorgestern, gestern, vor 3 Tagen? Da oben, da im Norden, bei dem Puffding da. Wo Sie da so betrunken waren. Also wenn das 3 Tage her ist, dann werde ich mich wohl schon gut erholt haben, ja? Ja, das war nicht schön. Nächstes Mal fahre ich nicht mehr mit. Mach ich nicht. Ach jo! Dann konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Hättest du es mir nicht gesagt. Warum ist hier die Polizei? Wissen Sie das? Nee. Das wissen Sie auch nicht, ne? Ja. Sind alles neue Leute, ne? Sehr, sehr viel. Ich wohnte im PD, hast du mich ja gesehen kurz? Ja. Ich kenne keinen. Echt? Alles neu? Ja, also gut wie. Also die Coco, hier, die Freiwillige, die hat jetzt wieder ihren Job.
der weiter weiß, der hat auch wieder seinen Job im Übrigen. Also ich denke, du kannst ihn kündigen. Und der Carlson hat auch wieder seinen Job. Das ist der Gary, ne? Die Miami Vice-Truppe, glaube ich. Also nicht. Ja, ja, ich glaube. Und bei Ihnen, Moment, dann, die hatten doch heute ihr Gespräch, Herr Holland, ne? Da waren wir noch bei. Was? Da, wo die ihr Gespräch hatten, der Herr Walter und der Herr Gary. Und sie hatten auch ein Gespräch heute, ja, ne? Ja. Warum sie denn nicht? Was hat er denn gegen sie? Nee, der hat nichts gegen mich, der hat nur noch nicht in die Akten geguckt. Der kennt meinen Fall noch gar nicht. Aber jetzt sieht es trotzdem in Betracht, mich wieder einzustellen. Das ist so das, was er gesagt hat. Ach so. Ja. Ach ja. Sie tun mir schon leid. Sie können auch ja auch keiner nicht. Fliege was zu Leide tun und die schmeißen sie einfach bei der Polizei raus, ne? Ja. Was kann ich? Keiner Fliege was zu Leide tun, weil sie so ein guter Mensch sind. Ich hab mal versucht, eine Fliege die Flügel abzuschießen. Womit? Mit Recht. Ach so, ja, ja, okay. Ja. Nee, eine Fliege tue ich noch nicht mehr. Belauscht er uns? Kann sein. Wollen Sie sich mit in den Kreis stellen? Ich stehe da so abseits. So. Road Chapter, danke schön für 2 Monate. Nein, danke, ich warte hier noch. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön, Road Chapter. Und da kommt er. Bumblebee, danke schön für 19 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Merci. Wenn man den jetzt kennt. Und Zirlon, 100 Bits. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Und da ist er ja von Mr. Failer, der 2. Monat. Mr. Failer. Ja, die Frau Johnson oder wie die heißt, die mit den kurzen Haaren? Die ist doch selbst. Hey, Holland, halt dich mal an der Stange und hör mal zu. Pass mal auf, ich war ja gerade da hinten im Krankenhaus, ne? Wurde behandelt von so einer Perle, ne? So einer Blonde. Das ist die Frau, die heißt Schröder, die ist aber die Hopfner. Die heißt Schröder, aber die ist ja Hopfner? Ja, die hat ihren Mädchennamen wieder angenommen. War sie jetzt den Ach, guck. War die den Miller bumst oder wie war das? Die Bums mit Miller, hat der Hoffner ja auch gesagt. Und der Miller ist jetzt Chefarzt, war. Ja. Oh, was? Okay. Ja. Die ist alles Inzucht hier. Alles Inzucht, wie die Kanickel. Ja. Nachts kommen die aus ihren Löchern und mach Lochwechsel dich. Das ist ekelhaft hier. Jeder mit jedem. Das ist fies. Sodom und Gomorra. Was? Ja, Sodom und Gomorra ist das hier. Ja, das stimmt auch wieder. Haben Sie... Ah, ne, der hat ja immer noch keine Freundin. Brauchst du ja gar nicht fragen, ne? Na, Neumann. Was denn? Nix Liebe, ne? Ich hab mein Auto. Ja, man kann dann mit dem Auto nicht Liebe machen. Sie müssen auch mal... Oh. Was? Auspuffrohr, Herr Schmucker. Auspuffrohr. Was? Guck doch nicht so! Achso, Entschuldigung. Wie Auspuffrohr? Naja. Nee, wirklich? Ekelhaft. Na, wer kommt denn da? Oh Gott. Oh, das sind die Halbstarken wieder. Ach nee, das Band, das Dings hier, Frankie. Hey Mann, Frankie. Da haben sie einen angeschossen, glaube ich, da drin im Krankenhaus. Habe okay. Ich eben mitbekommen. Ja. Im Krankenhaus angeschossen? Nee, da ist ein Mann, der kam da im OP-Saal bei mir rein, wo ich gerade den Arm eingerenkt bekommen habe und hat gesagt, kommen Sie schnell, hier ist eine Schussverletzung. Ach so. Ja. Keine Ahnung. Ja. Mal abwarten. Heute haben wir alles geputzt, was wir putzen mussten, ne? Ja, alles durch. Larrys war nicht da, müssen wir morgen machen, ne? Ja. Dann kriegen wir morgen auch wieder Geld, ne? Gibt's wieder Cash? Morgen gibt's wieder Cash and Tash, ne? Ja. Oh, 170 Euro nochmal. Alles mit mir? Oh, Entschuldigung, ich penne mal fast ein, wenn ich hier neben stehe, was? Das ist ganz schön unverschämt, Herr Neumann. Ja, das ist die Wahrheit. Also, ja, dann fahren Sie doch weiter, Neumann. Soll ich Ihnen ein Taschentuch holen? Wir sind ihm wohl zu langweilig, Herr Holland. Ja.
Haben Sie ein Taschentuch? Ja. Kann ich haben? Komm mal her, ich trockne deine Tränen. Oh Gott, das ist... Dankeschön. Klasse, du hast so genossen, dass du hier die Scheibe mit angerotzt hast. Das ist ja nicht mein Auto. Oh Gott. Elfe und Blade, dankeschön für den zweiten Monat. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, Elfe und Blade. Der hat genossen, damit die Scheibe angerotzt. Kevin, dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support, mein Freund. Dankeschön. So. Guck mal, ist wieder sauber. Das tut mir leid, ne? Ja, alles gut, kann passieren. Boah. Warst du so in Extase oder was ist da eben gerade passiert? Nee, der hat durch mein Taschentuch geschnauft. Ich weiß auch nicht. Der Herr Neumann hat mich gestreichelt. Scheiße, Alter. Das macht ihr auf öffentlichen Straßen? Wer, der Herr Neumann? Ja, allgemein, euch gegenseitig streicheln und so? Nee, normalerweise mache ich das nicht, aber der Herr Neumann, der hat keine Frau. Ah, okay. Ja, hat keine Frau. Ist einsam, oder was? Ja. Ach so, ihr zwei seid ja, ne? Okay, ich lasse mal alleine, ne? Ja. Das ist der Freund vom Holland. Ja, denn die machen jetzt Kussi-Kussi. Ja, aber wenn er... Scheiß machen. Ja, dann machen Sie doch mal, Herr Holland. Machen Sie mal Mandelspülung. Nee. Hauen Sie bloß ab. Wieso denn nicht? Nee. Gehen Sie beim Herrn Neumann, der kann körperliche Liebe zu Nennung gebrauchen. Was? Ja. Wenn man Kumpel ist oder so, der will ich zu einer Party anladen. Der will küssen, Herr Holland. Ja, danke. Alles gut. Verschwinde. Ich würde das tun, was der Neumann sagt. Er ist nämlich einer von der schnellen Sorte. Dann liegst du schnell am Boden. Der kann Karate, ne? Ja, ich mach doch schon nix. Was können Sie? Karate oder Kung Fu? Ich kann Hau-Zu. 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 Ja, das ist gefährlich. Ja. Habe ich schon von gehört in Büchern. Das ist gefährlich. Ja. Oh, Mann. Ich glaube, ich gehe gleich Bötchen fahren. Ja? Okay. Ja, man kann doch jetzt die Dings ausleihen hier. Wie heißt das hier? Wo man da drauf fährt, nicht Boot, Jet-Ski oder sowas. Was? Sowas kann man ausleihen? Ja, und unten am Hafen. Ach du Scheiße. Wissen Sie das nicht? Nee, ja, jetzt weiß ich das. Wollen Sie mal hinfahren? Guten Abend zusammen. Hallo, verfolgen Sie mich jetzt? Bitte? Ja, verfolgen Sie wollen mich jetzt, immer da wo ich fahre, packen Sie. Ja, dann schlafen Sie gut. Ich ein paar Fragen an Sie hätte, aber ja, das hat sich mittlerweile. Warum haben Sie sich jetzt geschämt wegen Ihrem Freund? Alles klar. Das ist nicht mein Freund, ich kenne ihn gar nicht. Ich jetzt nur sagen, exzellente Wahl mit dem Fahrzeug. Aber hier, Sie können ja den Wagen mitnehmen. Das ist so korrekt, ja. Wie viele Stunden haben Sie heute gearbeitet, Holland? Auch das reden wir morgen drüber. Ja, dann gebe ich Ihnen schon mal was, was ich bei habe. Ach, Scheiß, brauchen Sie mich nicht. Dann machen wir morgen. Ja, aber nicht vergessen. Dann schlafen Sie gut, ne? Ja, Sie auch, ne? Ja, danke schön, Holland. Okay. Kuschi und so. Tschüss. Nee, dann wünsche ich viel Glück, ne? Man sieht sich. Einen schönen Abend noch. Ebenso. Chris, danke schön für 100 Bits. So, wo willst du jetzt hin? Dank für den Support. Dankeschön. Nee, ich jetzt gar nicht mehr. Ich dachte, der Holland fährt da hin. Aber der fährt ja da nicht hin. Man kann kein Jet-Ski ausleihen. Hast du ihn verarscht, oder was? Ja, da soll mal hingehen. Was machen wir jetzt, Herr Neumann? Weiß ich nicht. Wo willst du denn? Willst du irgendwo hin? Na, wo kann man denn hin? Gute Frage. Nächste Frage. Ist eine Party am Beach Club? Was? Wirklich? Ja. Komm, Party! Komm! Oh, gut. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Und dann geht sie los. Und so. Lohnese. Da gibt es bestimmt auch Frauen, ne? Da gibt es leicht bekleidete Frauen, ja. Oh. Da, ich hab Geld bei. $550. Alles in 50ern. Ja. Schmeiß mir gleich die Fuffis in den Club. Mach das mal. Ja. Das will ich sehen. Ja.
Herrlich. Fahren Sie ordentlich, bitte. Ja, tue ich doch. Nee, ernsthaft, dann werden Sie keine Polizei mehr, wenn Sie nicht richtig sind. Das macht aber ein Radau, das Auto. Ja. Ist geil, oder? Nee, jetzt mal Butter bei den Fische. Wovon leben Sie momentan? Ja, von der Stütze. Echt? Das ist aber nicht viel, ne? Nee. Ja, aber 500 kann ich nicht zahlen. Ne? Ja, alles gut. Das geht nicht. Dafür, ne. Hab ja noch ein bisschen Rest. Hab mir ein bisschen Geld zurückgelegt, ne? Wenn Sie mal kein Geld mehr haben, dann sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie in der Not sind. Nur dann? Ja. Dann hast du auch kein Geld. Wie, ich gebe da nicht alles. Sie wollen immer richtig hier reingreifen, ne? Cash oder ja, nichts, ne? Wie meinst du? Ja, weil sie sagen, ich hätte dann gar nichts mehr. Wenn sie sich Geld bei mir leihen. Ja, wenn du mir nicht mal mehr was pro Stunde zahlen kannst, was willst du mir denn dann leihen? Oh, Vorsicht. Ja, da werden sie mal nichts zu essen haben. Ich bin immer da. Ja. Witty, schlaf gut. Wow, was war denn? Was ist denn das für ein Auto? Das ist eine Banshee. Eine Band? Wo treten die denn auf? In deinem Gesicht. Mehrmals. Wo kann ich das Auto kaufen? Bei Paradise. Und wie teuer ist sowas? Bestimmt über 100. Naja, das ist viel Geld. Ja. Das ist mehr. Was ist? Naja, alles gut, gut. Waren Sie früher Motocross-Fahrer? Wieso? Weil Sie gut mit Autos umgehen können. Ach, das ist Liebe, das ist wie ein Popo-Streicheln. Ich kannte mal einen Egon. Der Egon liebt Lokomotiven, der hat die immer abgeleckt und sowas. Ach, objektophil, ja? Wer hat davon viel? Oh. Holla, die Waldfee. Hi. Hallo. Ja, Ben. Hallo. Ja. Na, Ben. Hoho. Na, Ben. Oh. Na, Neumann, hier sind wir richtig. Hier sind ja voll die Hasen. Guck mal hier. Ja. Schön. André, danke schön für den Host. Vielen, vielen Dank. Der Unhold. Dankeschön. Ja. Ist ja schon fast gar nichts mehr hier los. Ah, guck mal, der Mu. Wo? Sam. Können Sie mich auffangen, Herr Neumann? Ja. Bitte. Die gehen irgendwie an. Nee. Axelotchen, na? Ich würde das so feiern, wenn das Olivia wäre. Wo können wir schon machen? Hallo. Hallo, Herr Smoker. Hallo, Herr Smoker. Hallo. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut und Ihnen? Sie sind nochmal der Herr Moor. Moor, richtig. Ich habe mit Ihnen einen Vertrag gemacht, dass Sie das PD putzen. Ja, richtig, danke schön. Und die junge Dame ist Ihre Arbeit. Frau? Nein. Ihre Freundin? Vielleicht. Oh, okay. Wie hast du denn das geschafft? Oh, Entschuldigung, kann man Ihnen helfen? Sie sind ausgerutscht. Ja, ich bin kurz, hier liegen die ganzen Handtücher. Die Handtücher?
Herr Smoker, wir kennen uns, aber wir haben uns schon mal kennengelernt im Stadtpark. Da haben Sie mir von Ihrem Raumschiff erzählt. Danke. Sie sind die Biologin? Ja, genau. Also, soll ich noch mal Pflanzen sagen für Sie, oder? Ja, bitte. Pflanzen. Nee, das ist der Charme ist weg, glaube ich. Okay, soll ich irgendein anderes Wort sagen? Nee, ich bin doch kein Wortgeier oder sowas. Okay, nee, ich dachte bloß. Geht's Ihnen? Nur, dass er weiß seinen Job wieder? Ja, mir geht's gut und Ihnen? Ja, jetzt wo ich Sie sehe, geht's mir super. Haben Sie schon neue Teile für Ihr Raumschiff zusammengesucht? Nee, noch nicht. Ich hatte viel zu tun mit Saubermachen, ne? Ich habe gesehen, hier ist so eine Raststätte, ne, an diesem Highway. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, Jollies oder so, da oben. Und da steht noch ein Sofa hinten auf dem Hof, falls Sie da noch eins brauchen für Ihr Raumschiff. Ein Sofa? Ja, das können Sie sich bestimmt abholen da. Wie viel war er? Ein Einsitzer, ne? Nee, ein Dreisitzer war das. Ich glaube, es war ein Dreisitzer. Und es war so ein florales Muster. Könnte ich drei Leute mitnehmen? Ja. Böppchen, du Euro, und Dankeschön für 323 Bits. Haben Sie Schmerzen? Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Ja, ich hatte einen kleinen Unfall. Da war ich im Krankenhaus. Die haben mir die Schulter eingerenkt. Ist ganz schön nass. Oder was Härteres. Ja. Und bei Ihnen alles gut? Ja, bei mir ist alles super. Ein Bier. Und seht ihr, der Herr Moor sind jetzt bald ein Pärchen? Klärchen? Nee. Mögen Sie den nicht oder was? Wie lange brauchen Sie denn noch, bis das Raumschiff fertig ist? Das kommt dran auf an, ob Sie mir helfen wollen. Musik? Ja, aber die kommt vom Parkplatz. Okay. Das kommt drauf an, ob Sie mir helfen wollen. Ja, komm. Ich weiß nicht, ich bin nicht so mit Raumschiffen, da kenne ich mich nicht so mit aus. Ja, aber ich kann Ihnen das ja beibringen, wenn Sie möchten. Wichtig beim Raumschiff immer, dass man die richtige Richtung wählt. Das stimmt. Ja. Habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass das Weltall ja nicht nur unendlich nach links und rechts und vorne und hinten ist, sondern auch nach oben und unten? Nicht das, was wir eben gemacht haben. Nee, jetzt wo sie es sagen. Das ist ja nicht normal. Das ist ja dann riesig, ne? Smoker, bleibst du noch hier, weil ich denke, ich fahre ins Hotel. Ja, ich bleib noch hier bei der Frau, die hat Ahnung von Raumschiffen. Ja, Manfred, alles klar. Nee, ich hab keine Ahnung von Raumschiffen. Ich wünsch was. Ja, ich bin jetzt im Hotel. Bis denn. Achso, jo, schlaf. Wöppchen, nochmal Dankeschön für 191 Bits zu Vogel. Vielen, vielen Dank. Ja. Nee, dann Herr Moor, das ist eine nette Frau, kümmern Sie sich um die, ne? Ja, mach ich. Ihr passt auch schön zusammen, so vom Optik und so. So, dann bin ich mal weiterziehen. Bis später. Alles ne? klar. Tschö. Ciao. Tschüss. Oh. Hast du mich gerade Rich Bitch genannt? Alter, ich klatsch dich auf dem Leben. Das ist nicht für mich, ne? Wo ist denn hier? Hier war doch eben die Frau oder sowas. Zockbude, wie geht's dir? Was cool, Dodge, was denn da? Nee, das ist nichts für mich, wa? So. Hey, ist der jetzt weg? Der hätte mich mitnehmen können. Scheiße. Smoker, altes Guten Haus. Herr Smoker. Ja, oh, hallo. Ja, gut, und bei Ihnen? Ja gut, Sie humpeln. Exzellent. Ja, ich habe eine Verletzung und bin Warum? Verletzt. Da weiß ich nicht mehr. Ich habe ein Polizeiauto gesehen und dann war ich nichts mehr. Ungünstig. Ja. Ich darf Ihnen gratulieren. Sie haben jetzt einen eigenen Betrieb, habe ich gehört. Ja, so, jetzt ist gut. Hausmeister-Service.
Ja, sie haben sich einfach aus dem Hotel hier Krankenhaus geschlichen, als ich Urlaub hatte. Nee, nicht geschlichen, bin durch die Tür gegangen. Ja, und die Frau Vizari haben sie auch noch mitgenommen. Die wollte dann bei mir arbeiten. Ich habe gesagt, sie hängen doch so am Krankenhaus, bleiben sie doch da, aber das wollte sie nicht. Ja. Ja. Bevor ich mich sagen, dass sie im Herzen gefolgt hast, Herr Smolka. Ja, also. Denke ich mir auch mal. Ja. So, okay. Ich muss mal schnell zum Auto, da der Herr Neumann, ob der schon weg ist. Herr Neumann ist gerade an uns vorbeigegangen. Ja. Gegangen, ne? Erfolg. Okay, danke schön. Ja. Tschö. Schönen Abend. Ist in Ordnung bei Ihnen? Was? Ob alles in Ordnung ist bei Ihnen? Nee, gar nicht. Wieso? Was? Ich habe Schmerzen, aua. Aua, also, ich bin eben hingefallen. Ne. Können Sie mir mal helfen, dass ich mich auf die Treppe setze, bitte? Ja, natürlich. Komm, ja. Kommen Sie mit. Oder hier auf die Bank? Weltwo? Ja, bitte. Hier? Ja. Ja, komm. Da. Da, kommen Sie. Ach, da. Ja. Ja. Möchten Sie sich zu mich setzen? Wenn Sie Gesellschaft brauchen, klar. Warum nicht? Ja. So. Oh, ja. Wo sind Sie denn? Komm, wir setzen uns auf die Treppe. Ja, ist wahrscheinlich Gehen besser. Sie ruhig vor. Sicher? Ich folge Ihnen, natürlich. Ich folge Ihnen. So. Was sind Sie denn runtergefallen? Ja, warten, da können wir jetzt. Setzen wir uns erstmal hin. Kommen Sie. Ja, ich setze mich mal nach unten. Moment. Ja. Ja, schießen Sie mal los. Was soll ich schießen? Erzählen Sie. Ach so, ich bin hingefallen, ausgerutscht. Wo? Wieso? Weshalb? Warum? Ja, da war irgendwas Schmieriges auf der Straße. Da bin ich hingefallen. Da hat mir wehgetan. Ach, nicht hier, sondern außerhalb. Ja, warum? Wieso nicht hier? Ah, so. Warum? Okay. Was nee, los? Ich dachte eben, das war eben gerade passiert. Nee, sind Sie öfters hier? Ja. Tatsächlich, wenn Sie sich erinnern, wurden Sie mal dafür bezahlt, für mich zu tanzen. Was? Sie haben sich aber verändert. Zum Positiven. Sie sahen ja damals schon aus wie eine. Wow. Das ist ja nicht normal. Da muss ich mich mal kurz hinstellen. Warten Sie mal. So. Sind Sie das wirklich? Ja. Oh. Das ist es. Ja. Hören Sie mal, ich bin Raumschiffentwickler. Ne? Ich bin Ingenieur. Ich könnte eine Rakete gebrauchen. Wow. Ich könnte eine Rakete gebrauchen. Und dann meinen Sie, ich kann Ihnen da helfen? Natürlich. Natürlich. Na. Ach, wo ist Ihr Freund? Der läuft hier irgendwo rum. Na. Also. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ich muss mal weiter, ja. Tschö. Jo, ciao. Na, ja. Hallo. Na, hallo. Hallo.